White Russian, der einzige deutsche Shadowrun-Cast, in dem der Spielleiter weinen muss. Yo, Session 11 raus. Also heute wird's quasi was werden jetzt. Wie es denn genau zugetragen hat sich beim letzten Mal, war eigentlich ganz einfach. Es ging mehr oder weniger darum, was Billy so alles angestellt hat, die Tage nachdem sie ihren Hack versaut hat. Die beiden Mädels sind dann von dem guten Gandhi eingeladen worden zum Go-Kart-Fahren mit Lasertag-Spielen, hatten eine gute Idee dabei, haben das Ganze dann gerissen und haben Vicky getroffen. Ging also mehr oder weniger darum, dass es nicht aufgegeben wird, was sich die beiden, beziehungsweise jetzt dann die drei Frauen wieder vorgenommen haben, sondern es geht genau da weiter, wo es eigentlich aufgehört hat, bevor es Billy voll verhunzt hat. Heute wird es dann, sagen wir mal so, weiter im Plot gehen. Nicht brennend, rasend und was weiß ich was, wie die Feuerwehr, sondern gemächlich wie immer bei uns. Und das könnt ihr euch heute anhören. Gut, da sind wir wieder. Und Flummi ruft ihren Bruder an. Genau, also eigentlich ruft Jojo ihren Bruder. Entschuldige bitte. Wäre auch komisch, wenn jetzt Flummi ihren Bruder anruft und den mit ins Gespräch einbaut. Doch, ja. fänd ich schön, wir brauchen NSC-Stimme auf jeden Fall. wir beginnen das Gespräch mit Mann, was ist denn los? Was kann ich denn machen? Was? Hast du Scheiße gebaut oder was? Was? Nein, ich habe keine Scheiße gebaut. Noch nicht, kommt noch. Nein, komm, Scherz. Wieso störe ich dich gerade? Nee, aber mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich meistens so ans Comlink gehe, also die das immer eigentlich mit Grund. Und wenn du draufstehst hier, dann sollte ich das eigentlich beibehalten. Deswegen, Mann! Ey, was soll denn das heißen? Als ob ich dich nur anrufen würde, wenn ich Scheiße gebaut habe, das ist überhaupt nicht wahr. Entweder dann oder wenn ich gerade am BH der Alten rumfummle. Dann solltest du schneller werden. Ja, weißt du. Ein Griff und auf. Ja, aber vorn, hinten, mit Schnappverschluss oder sonst irgendwas. Eingriff und auf. Ey, was kann ich denn dafür, dass die Bitches sich am Ende jetzt Max-Schlösser in mir machen lassen, ja? Hä? Na, entweder du kreist dir halt einfach mal eine ohne BH, dann hast du diese Probleme nicht. Oder, wieso? Die sind doch meistens ohne BH. Die ganz normalen. Ja, warum nicht? Ah. Und im Sommer? Was soll ich dann und was soll ich dann aufmachen? Außerdem ja, ohne BH, was hab ich denn dann für eine Hühnerbrust? Da kann ich ja gleich dich vögeln. Das damit wärst du voll überfordert. Das finde ich widerlich. So, lass mir jetzt den Abend versaut. Was willst du noch? Immer so schön. Pass auf, wir hatten vor ein paar Wochen mal über diesen einen Schnösel gelabert hier wegen, Gott, wie hieß denn der Stadtteil? Ich hab den Stadtteil vergessen. Die City oder Bezirk D oder genau. Irgend sowas. Wegen hier, die City und so, ne? Bestimmt. Ja, hatten wir. Auf jeden Fall meintest du... War das Gespräch, wo du irgendwie angebettelst kamst und ich irgendwie gesagt habe, jo, klar, ich bin ein geiler Typ und du hast dann irgendwie gesagt, du bist so cool und ich, das ist überhaupt kein Problem, Schwesterchen. War das irgendwie sowas? Ich glaube, es war sowas, ne? Genau das. Plötzlich weiß ich, wovon du redest. Ach, du bist so einfach... Naja, nichtsdestotrotz war die Frage, wie viel Infos mir der Typ eigentlich geben kann. Weißt du das? Was denn für ein Typ? Der Typ, von dem du sagtest, dass der da öfter rumhängt und eventuell möglicherweise ein paar Informationen haben kann, da du immer so fürchterlich präzise bist, muss ich dich jetzt leider nochmal um genauere Informationen bitten. Ey, fick dich präzise, ich sag halt, was nötig ist, aber ich weiß absolut nicht, von was für einem Spasten du redest. Na, ich weiß, dass du irgendwie angerufen hattest wegen darunter und so. Da war ein Typ irgendwie von, du hast mir was von einem Typen von irgendeiner Fete erzählt und ich wusste sogar noch, wer das war, weil er irgendwie so ein bisschen schmierig war oder aussah zumindest. Ich habe nur kurz mit dem geredet und da war ein bisschen schmierig. Und du sagtest, dass der mal Wallpaper rumhängt, was kein Qualitätsmerkmal für ihn ist. Aber, Was hast du denn gegen das Wallpaper? Nichts Effektives außer Molotow-Cocktails, aber die wollte ich da nicht reinschmeißen. Ja, weil du gar nicht so weit gekommen bist. Und da willst du jetzt wissen, was das genau für ein Typ ist. Ich will wissen, was das für ein Typ ist und ich will wissen, was für Infos der mir gegebenenfalls geben kann. Keine Ahnung, das ist so ein Typ, ich kenne doch nicht mal seinen Namen. Du hast mir doch sogar seinen Namen genannt, den hab nur ich jetzt wieder vergessen.
Nee, Mann, ich habe auf jeden Fall gesagt, ich weiß nicht mehr, wie man wieder heißt. Okay. Der Name von Schlecht. diesem Typen war Typ. Ich habe dir auf jeden Fall gesagt, dass es kein solider Bro ist. Das weiß ich noch. Und das stimmt auch. Was heißt das jetzt genau? Weißt du, was ich meine? Aber ich kann dir Nein, auch ich sagen, weiß dass nicht, das. was du meinst. Es wäre nur jetzt Es wichtig ist, für mich zu wissen, ob ich pass auf. Nein, pass was, auf. ja, Das ist pass doch kein auf, Ding. Pass ich mal auf. pass auf. Kein solider Bro. Hab ich dir doch gesagt. Heißt, das ist nichts für dich. Oh Mann, darum geht's Aber doch der gar ist nicht mal nicht. ein solider Guy und erst recht kein ordentlicher Lord. Heißt, weiß ich nicht, es war so eine Flachpfeife, aber ich habe keine Ahnung, was der irgendwie wissen kann oder so. Ich weiß, dass der da unten irgendwas gemacht hat. Du wolltest irgendwie Gut. rein und ich weiß, dass er da schon jemanden reingebracht hat, was auch immer der wollte, aber mehr, keine Ahnung. Das ist der Typ halt. Okay. Kennst du wen, der ihn besser kennt? Mit dem ich erstmal reden kann? Nee, keine Alles klar, Ahnung. da gucke ich, dass ich so Infos über ihn kriege. Gut. War gar nicht so schwer. Dann könnte ich den kennen, der den kennt. Dennis vielleicht. Ha! Gut, alles klar. Na dann viel Spaß mit Dennis. Wer ist denn Dennis eigentlich? Was ist denn Dennis für ein Typ? Alter, ist das ein solider Bro? Ich glaube ja nicht, oder? Den kenne ich noch von früher. Hat er ein Candy-Van? Hä? Keine Was Ahnung, willst du. du tun jetzt? Na, immer wenn du von irgendwelchen Typen erzählst, mit denen du abhängst, dann kommt immer irgendwie so in mir das Bild von einem Typen im Candy-Van auf und du rennst da einfach und sagst, natürlich möchte ich Süßigkeiten, oh, du hast einen Dauerlutscher, toll, dann steigst du ein und dann. Mit Erdbeergeschmack. Na, genau so ist es bei dir. Was denkst du eigentlich von mir? Gründe. Ha? Also, der Dennis, sagst du, was ist denn das für ein Typ? Sag doch mal. Ich habe den bestimmt seit 3 Monaten oder so nicht mehr gesehen. Ja, so ein Typ halt. Mit dem habe ich mal ein paar Mal was getrunken und das war's. Der ist ganz witzig so. Wieso, Ah. was interessierst du mich überhaupt für den? Na, ist ja okay, der Dennis, alles klar. Ja, dann quatschst du mit Naja. ihm, keine Ahnung, wenn das für sinnvoll hältst, machst du das mir eigentlich bewusst. Na, der geistert halt viel irgendwie in den Clubs rum, deswegen kennt er den vielleicht. Mal gucken. Gut. Dann tschüssen. Tschüss. Und mach keine Scheiße. Nein, warte, ich möchte das gerne outgeben, ich möchte das korrigieren. Warte, 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 der richtige Satz lautet natürlich: Mach mir keine Schande. Lern du erstmal BHs aufzumachen. Fick dich. Er Soll ich legt dir ein paar auf. Übungsobjekte geben? Hat Das aufgelegt. schickt sie ihm als Nachricht. Kommt nix. Püh. Alles klar. Ah, alter Falter. Gut, dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie anders Infos über ihn kriege. Ich habe jetzt keine Ahnung, er kennt ihn jetzt auch nicht so gut. Er weiß nur, wer das ist und grob und weiß nicht mal mehr seinen Namen. Shit, das hatte ich vergessen. Das sagt sie jetzt zu Billy. Na, ich kann mal gucken. Vielleicht kenne ich noch wen, der ihn möglicherweise kennen könnte. Aber wenn ich seinen Namen natürlich nicht habe, ich weiß noch, wie er aussieht. Das war's. Aber vermutlich müssen wir wirklich ins Wallpaper gehen. Vielleicht treffe ich da noch wen oder finde da noch wen, den ich mal ausfragen kann über ihn. Das könnte gehen. Vielleicht ist Dennis ja da. Ja, hast du sonst keine Chance, irgendwie dann ranzukommen an den Dennis? Na doch, ich kann ihn. Nee, wobei ich habe seine Nummer nicht. Ha, ha, ha. Du, dein Tennis-Dennis. Kannst ja mal Edge würfeln, ob du seine Nummer hast. Drei Luck, Erfolge ist der Luck, Mindestwurf. es ist nicht der Luck, Typ von der Child. Tanke. Nee, Nein, das es war ja ist auch ein nicht der Bulle. Typ Typ von von der der Tanke. Tanke. Das war ja auch ein Bulle, der Typ von der Tanke. Hä? Klappt Ach, nicht. SR5. Was hast du denn jetzt wieder falsch gemacht? Nee, hast du eigentlich richtig gemacht. Eigentlich Also, du hast ein richtig, warte mal. Leerzeichen am Anfang, glaube ich, an der ersten Klammer. Das mit meinem Plugin. Nee. SR5? Nee, will nicht. Alter. Flummi hat's ja putt gemacht. Ah, da ist Da es ist es hier. doch. Mit 3 Erfolgen. Drei Erfolge. Aber du hast Hohoho. SR6 jetzt eingegeben. Oh. Ja, egal. Weil ich so unheimlich gütig hier bin. Ist er immer. Und SR5 aus irgendeinem Grund offenbar. Ah, da. Okay. Reicht Pass auf, nicht. du hast seine Nummer. Ist okay. Okay. Cool. Cool, ich habe seine Nummer noch. Yay! Kabam! Party! Ah, oh, Party aber im Nee, Wallpaper. Na, aber der nicht. ist öfter da. Nicht so eine Art von Party. Na, was heißt nicht so eine Art von Party? Es ist halt ein Riesen. Warst du da schon mal? Ja, du hast mich da einmal hingeschleppt. Hab ich das echt? Wie betrunken war ich denn da? Ich bin sonst nur, wenn ich besoffen bin, da. Ja,
Sehr. Und auch Wir nur, waren. wenn ich mich an den Abend kaum noch erinnere. Und wir waren beide sehr. Okay, gut. Du erinnerst dich noch an den Abend? Nein, ich weiß nur, dass du gesagt hast, komm, wir gehen ins Wallpaper. Und ich habe gesagt, Wahrscheinlich, weil nichts yay! mehr, wahrscheinlich, weil wir nirgendwo mehr anders hin konnten. Nein, wir sind aus drei Clubs vorher rausgeflogen. Wieso sind wir aus drei Clubs rausgeflogen? Was habe ich Na, gemacht? einmal, weil du an meinen Brüsten rumgespielt hast. Habe ich das echt gemacht? Okay. Und dann weiß ich nicht mehr genau, was passiert ist, der Rest vom Oh, Abend. das beim zweiten Akt, doch, habe ich nicht mal irgendeinen Typ auf den Tisch gekotzt? Mal wieder? Ich glaube schon. Passiert öfter irgendwie, Eigentlich oder? war das der Abend kurz vor Weihnachten, wo Jojo beschlossen hat, sich mit Christkugeln zu behängen und dann immer damit zu tanzen. Das Problem war bloß, dass die abgefallen sind und Leuten vor die Füße und Glas und überhaupt. Und deswegen seid Das ihr ist aus doch dem dann kein zweiten Glas Club mehr, das ist geflogen. Plastik. Ich habe ihr gesagt, Glas. Okay. Hada! Ich war, aber ich war voll der Weihnachtsgnom. Ja, du bist ein Gnomen Stimmt, generell. stimmt, stimmt. Die Weihnachtsepisode. Ich entsinne mich. Es waren überall so viele bunte, blinkende Lichter. Oh, war das schön. Und es hat geklimpert um mich herum. Ich war voll in Weihnachtsstimmung. Überall Palim, pling, Palim. pling, pling. Ah, oh, es war ein toller Abend. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Ich entsinne mich an das Lametta und die Türsteher. Oh, jetzt weiß ich wieder, warum wir rausgeflogen sind. Bei uns gibt es irgendwie immer genügend Gründe, warum wir rausgeflogen sind irgendwo. Ja. Ich bin schon lange nirgendwo mehr rausgeflogen. Nur ich bin vor kurzem rausgeflogen. Aber schon lange aus keinem Club mehr. Ja, aus dem Club des Geschmackvollen schon. Ach komm. Seitdem muss ich wieder mit dir rumhängen. Deine neue Bude machen wir dir auch noch hübsch. Ja, erstmal die ganze Wohnung in eine andere Gegend versetzen. Mein Nachbar ist so abgefahren. Pass mal So auf, schlimm aber ist die Gegend gar nicht. wie viel Uhr haben wir denn jetzt überhaupt? Weil wenn wir, bevor wir jetzt dann in, je nachdem, wie viel Uhr Ach wir haben, du. fahren wir jetzt entweder in den Club oder fahren, also fahren wir jetzt entweder ins Wallpaper oder wir fahren in einen der Läden. Es ist noch nicht so spät, glaube ich. 19 Uhr war Treffen. Ich würde denken, es ist jetzt Oh. schon irgendwie Es ist halb schon spät. 12 oder Ja. so. Vielleicht ein bisschen später sogar schon. Oh, okay. 12, glaube ich. Dann müssen wir, Ja, glaube ich, in sag den mal. Laden fahren. Meinst du? Ich glaube, das ist eher andersrum Meister Ja, meine verstanden, ich aber ja, ich in den bin. Klo, also ins Wallpaper Ach halt. so, ja, jetzt macht's Sinn, ja. Ja, nee, Ja, dann dann lass sollten wir uns. vielleicht noch mal kurz zu mir und umziehen. Ich zieh dein Sonst. Kleidchen an. Okay. Das Sonst schöne lassen, ich meine, gut, Kleidchen. da kommt man zwar meistens irgendwie rein, aber ich bin voller Öl und Kann auch nett sein, wenn wir mal wieder mit dem. Wir haben doch mal das Schlammcatchen zusammen gemacht. Das war aber kein Schlammcatchen, das war das Konfetti Konfetti. catchen! Ja. Ah, ich muss Was noch war das? Dennis Karamell. anrufen. Dennis, ruf doch mal Dennis jetzt erstmal an, dann Ja, gehen ich wir in ruf den Club. Dennis an. Wir können uns ja mit dem dort treffen. Ja, das dachte ich ja eigentlich, weil sonst kann ich Dann ihm ja den macht. Typen nicht zeigen. Richtig. Macht jetzt auf einmal alles Sinn. Ausnahmsweise. Ja. Was? Was? Hier, hallo? Hallo, 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 Dennis, hallo, Jojo hier, hallo, hallo. Warte mal, warte mal. So. Was geht denn, Mann? Hi, wo bist du? Tschee, alles easy, Mann, alles cool. Ja, alles easy, weiß ich doch. Wo bist denn du? Na, hier, Mann, im Wallpaper. Ah, Ja, sehr schön. richtig. Ich komme gleich noch vorbei. Geil. So ein Zufall aber auch, ey. Okay. Ja? Jo, Was denn? Masse klar. Gut, bis später. Sie legt auf. Ah, ist schon da, cool. Oh Gott, der ist strunzenvoll. Tja, das kann jetzt gut oder schlecht sein, das weiß ich aber Naja, nicht. redet viel, wenn er besoffen ist, das ist gut. Okay. Na dann. Dilililili. Ich fahr zu Jojo, zieht euch um. Waschen uns das Motoröl ab. Wenn ich keinen Glitzer auf euren Gesichtern sehe, dann ist Stress angesagt, ne? Was? Wieso Was? Glitzer? Ihr geht ins Wallpaper. Da ist doch nicht alles Und? voller Glitzer. Nee, aber wenn ihr da keine Party-Bitches mit Glitzer im Gesicht seid, wo sollen das denn hinführen, bitteschön? Also Billy holt ihr Make-up-Zeug und macht War Glitzer nicht ernst auf. gemeint, aber du Und, musst mal eben gucken, was ich darüber geschrieben habe. Peach-smelling Ah. self-tainer. Also sprich, Geil. ne, Stripper. Wie heißt denn gleich wieder? Selbstbräuner? Ja. Oh, aber Genau. nicht für mich. Doch, für So, uns mach, beide. beschreib mal kurz das Dingens. Das Wallpaper. Wallpaper.
Also, das Wallpaper ist eine Großraumdiskothek. Und wenn ich Großraum sage, meine ich wirklich Großraum. Das Ding ist riesig. Die bedienen eigentlich jedes Publikum und ja, hier, da geht eigentlich alles hin. Also, die haben teilweise mehrere tausend Leute pro Abend. Das ist eigentlich auch deren Aushängeschild. Das befindet sich in einem alten. Also im alten Rangierbahnhof von Donskoi, deswegen haben die nämlich auch so viel Platz. Und der Witz bei dem Ding ist, dass niemand den Eigentümer von diesem Teil kennt. Deswegen hält sich das halt auch immer wieder in den Schlagzeilen. Eine SIN braucht man nicht unbedingt, um in den Laden zu kommen. Das ist auch allseits bekannt. Man zahlt da 10 Nuyen mehr Eintritt und über einen Credstick kann man ja auch bezahlen. Deswegen ist das eigentlich alles ganz easy. Deswegen erfreute sich auch einer so großen Beliebtheit, weil eben auch die sinnlose Bevölkerung dort auf ihre Kosten kommt. Ohne Als du dass es gesagt hast, juckt. da geht jeder hin, meintest du jeder, der keinen Anstand, kein Geld oder beides hat. Ja, oder einfach nur Party haben will. Das ist halt so diese eine dieser Dissen, wo alle hingehen, weißt du, so dieses Partyvolk halt. So ein Laden, in dem man es eigentlich nicht mehr aushält, wenn man richtig betrunken ist, aber offensichtlich doch aushält, wenn man richtig betrunken ist. Weißt du, was ich meine? Ja, und um das Ergebnis noch abzurunden und weil du ja eigentlich nicht genug Erfolge hattest, um die Nummer zu haben, heute ist Sexy Friday. Also, bauchfrei ist natürlich, manche auch gern mit so halb durchsichtiger Kleidung und alles, Hotpants sehr Super. gern gesehen, kurze Röckchen gehen auch und halt alles, also da ist, Sehr schade. Öldusche ist da einfach nur unser Richard. Meins perfekt, weil dieser Laden zwischendurch immer wieder von sich reden machte, weil irgendwie von wegen Drogen in Getränken und all solche Gutes Scherzchen. altes Date-Rape. Richtig. Na, deswegen auch, aber auch einfach, weil Sexy Friday immer gut ankommt. Ah, oh, fürchterlich. An alle, die zuhören, wer denkt sich solche beschissenen Mottos aus? So. In der Stadt, in der ich lebe, gibt es einen sexy Mittwoch und deswegen fand ich das ausgezeichnet. Das ist ganz Gehst du furchtbar, dahin? ja? Ja, was hast du gesagt, Düse? Bin ich sexy oder was? Ich frag dich doch nur, darf ich noch eine Frage stellen hier? Ja, nee, du hast ja vollkommen recht. Ich bin auch sexy, oder? Ich krieg die ganzen Mädels, du, mit meinem Schnäuzer. Du hast den Sexy Friday quasi eingeführt, ne? Ja, Tief in er hat ihn dich. begründet. Nein, er hat Ich ihn war der Erste, der da eingeführt. auftauchte, nackt, und da haben sie gesagt, dann mach mal doch was draus. Ich dachte, das ist eigentlich eher, weil du da aufgetaucht bist und dann plötzlich so ein Muschi-Magnet warst, dass dann die ganzen Bitches irgendwie ankamen und dann der ganze Laden voller Bitches war und weil du immer am selben Tag da Nee, nee, warst. nee, nee, das war anders. Das war, ich war am Mittwoch da, ich war nackt. Und nachdem ich da war, haben sie gesagt, Alter, wenn wir die Bilder ins Internet stellen von dem Typen, ne, dann ist es völlig egal, dann schämt sich keiner mehr, zu einem sexy Mittwoch zu kommen und ein bisschen mehr Haut zu zeigen oder so. Wenn wir das einfach als Referenz nehmen, als Vergleich, dann schämt sich keiner mehr, kann man machen. Gut. Einmal Außer die den. Fremdschämen. Ja, außer dass einmal den Kümmerling in die Menge gehalten und dann war okay. Der Scheiße. Fotograf ist jetzt auch blind mittlerweile, der die Bilder Ja, bekommt, der hat aber. mit geschlossenen Augen nur Fotos geschossen. Finde ich gut. So, haben wir das auch geklärt. Sexy Yep. Friday, Bitches. Did you call me bitch, Oh, snap. bitch? So, Fahrt Entschuldigung. dahin. Ja. Ja, warte. Ach, das hat jetzt aber gedauert, bis du den Knopf Das hat gefunden wirklich hast. gedauert. Ich kam gerade nicht so richtig zurecht. Auf jeden Fall, ihr kommt dahin, ihr geht da, ihr wartet ein bisschen an der Schlange, Türsteher, 10 Uhr mehr, easy, easy. Kommt da rein, das ist Traurig. laut und Ja, die haben sexy. halt ganz viele Dancefloors irgendwie mit ganz viel verschiedener Mucke. Natürlich, Läuft. natürlich. Obwohl das sinnlose Reinkommen wird es schon als unhöflich erwartet. Das ist kein Rauswurfgrund, aber es ist schon höflich, wenn man sein Icon öffentlich präsentiert, damit man sich auch schnell findet und anschreiben kann, wenn man sich da treffen will und so weiter. Fürs Date-Rape ist das ja auch ganz wichtig. Liebe Klar. Kinder, macht keine Bekanntschaften im Internet aus. Das ist ganz verkehrt. Und ja, ihr habt da jetzt ordentlich Spaß, euch zu amüsieren, zu. Also auf einem Floor ist Glitch Hop und auf dem anderen ist Android Porn und Yes. yes, richtig gut. Dann habt ihr einmal noch Hardstylers. so ein, naja, Dance Hip Hop Geschissel. Irgendwo habt ihr noch ein bisschen anderen, habt ihr Pure Techno und halt sowas. Und Kremlkraut.
Und Kremlkrauts nicht, weil die viel zu geil dafür sind. Ah, schade. Ihr habt dann eher noch so Pop-Sachen, die man auf Dance-Remixes getrimmt hat, wie zum Beispiel Buy Me, die Band, oder irgendwelcher, sogar eine Sache ist da ganz oben, ist da ein Korb-Punk. Und ja, das gibt es wirklich mit Dance-Remixes, also tatsächlich ganz großartig. Ich dachte jetzt eher sowas an wie Torfrock noch vielleicht oder so. Das wäre auch schön. Das kennen wahrscheinlich jetzt die Hälfte unserer Zuhörer leider gar nicht mehr. Ach, und das muss man noch kennen. Weiß nicht. Muss man? Man Ich kann ja weiß googeln. echt nicht. Ich habe sie live gesehen. Es ist schon traurig. Das ist Oh, schon das ist aber jetzt lustig. echt. Das müssen wir rausschneiden. Wir können dich nicht so diskreditieren hier. Es war schon ein bisschen witzig. Du hast gerade deine Integrität verloren. Aber sie waren auf Wacken. Das ist Oh keine je. Entschuldigung. Doch. Man kann ja viel machen. Schandmaul war auch auf Wacken. Die habe ich mir auch nicht angeguckt. So, was sind wir hier im Off-Talk oder was hier gerade? Also, Ich bin mir nicht Na. hundertprozentig sicher, ihr seid da. Jojo Juhu! guckt irgendwann, nachdem wir da ein paar Schritte drin sind, schon, guckt Jojo Billy an und meint: Ich war hier noch nie halbwegs nüchtern und jetzt weiß ich auch, warum. Ach, Oh großartig. je, wo du mich immer hinschleppst, echt. Ja, nicht wahr? Ich bin so ein schlechter Einfluss. Du bist der Einfluss. An euch vorbei drängen sich vier Jugendliche, die irgendwie gerade dieses Ding stürmen Das wollen, führt zu Ausfluss. wobei sie plötzlich stehen bleiben und die Anführer-Bitch sagt: Lass uns erst mal ein Selfie machen! Gibt's das echt noch? Meinst du, 2080 gibt's noch Selfies? Ich glaube, Selfies sterben nicht mehr aus. Was ist ein Selfie? Oh! Hat sie gerade be bekannt gegeben, dass sie nicht weiß, was ein Selfie ist. Oh Ein ja. Bild von dir selbst. Selfie. Ah, okay. Deswegen haben jetzt Cellphones haben jetzt eine Kamera auf dem Rücken, um Bilder zu machen, und eine Kamera in der Front, um Selfies zu machen. Viel Okay, einfacher. Ich Gerne möchte. auch vor einem Schlafzimmerschrank schräg von oben im Alter von 14. Und dann Oh Gott. Photoshop. Photoshop. Natürlich. Okay, wenn ja, möchte ich bitte weg da, weil ich nicht auf dieses Bild will. Nee, Ja, ne, die keiner von fotografieren doch ihre uns. Gruppe, mehr passen da eh nicht drauf. Ach so, gut. Gut, ja. Keiner von uns beiden will auf dieses Bild. Nee. Ach, Jojo schmunzelt schön. trotzdem ein bisschen. So, wie finde ich ihn jetzt? Dennis. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob der Typ überhaupt da ist. War das nicht so ein. War der nicht so komisch? Cyber-Goff-Bla-Dingsbums-Hühnerhaus? Na, willst du jetzt zu Cybergoff. Dennis oder Ja. willst du jetzt zu Ich muss dem erstmal Typen? gucken. Ich muss erstmal gucken, ob der Typ überhaupt da ist, damit ich irgendwie einen Grund habe, irgendwie in mein Bild zu. Also irgendwie auf eine Art Bild zu kommen, ein Bild zu machen, wie auch immer, damit ich Dennis das zeigen kann, um ihn nach dem Typen zu fragen. Hört Also sich logisch sagen, an. ja, das klingt auch logisch. Sagen wir es mal so: Du hast keinen Namen und kein Bild von deiner Zielperson. Ihn zu finden wird Zeit in Anspruch nehmen. Ja, aber Jojo weiß ja, wie er aussieht. Das ist unter Umständen einigermaßen hilfreich. Macht mal beide eine ausgedehnte Probe Wahrnehmung. Der Mindestwurf ist 10 und natürlich immer mit einem Würfel weniger je Wurf, ne? Na, Jojo wird auf jeden Fall erstmal gucken, dass sie irgendwo hingeht, wo vielleicht die Musik eher in seine Dingsbums passt. Also Cybergoth-Musik. Ja, Und oder die sowas ist in an der dem Abend Art. nicht, von daher ist das irrelevant. Gar nicht? Aber irgendwas in die Richtung gibt es doch bestimmt. Die haben 10 Dancefloors. Irgendwas wird es doch geben. Nee. Was zumindest eher dazu passt. Okay, dann Eher, bin ich gut. okay. Nicht genau sowas, aber irgendwas, wo er sich gegebenenfalls aufhalten könnte. Sowas muss ich jetzt für eine Probe machen? Moment, Ich ich habe glaube, jetzt schon das ist mal eh gleich fertig. 7 Erfolge. Oh. Dann nicht schlimm, mach einfach weiter. Ah, 9 neun. Erfolge. Ja, 10. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir lassen Flummis Wurf einfach weg, die macht eh nur Patzer. Gut, Entschuldigung, vielleicht will sie ja. Doch, jetzt lass sie mal noch würfeln. Okay, dann macht sie das. Was soll ich denn würfeln? Na, ausgedehnte Probe Wahrnehmung, minus Perception. 1 Dings, halt kumulativ. Wahrnehmung minus 1 generell, auch weil ich doch so ein Wahrnehmungs-Champion bin, Na, meinst du? nee, pro Wurf, der erste mit nicht minus 1 und dann halt absteigend. Ganz normale ausgedehnte Probe, du kennst das doch. Nächste Mal, wenn sie wieder meistert und sie sagte dir eine Ausgehen, eine Probe, ne, dann sagt er einfach, wir reden das. Dann kann sie dich hissy finden. Ich möchte gleich nicht mehr würfeln. Ich habe die ganzen guten Würfel schon wieder gebuckt heute scheinbar. So sieht's jedenfalls aus. Aber diesmal können wir so Fuck, tun, jetzt als habe ich wäre meine das. Tastatur, glaube ich, umgestellt. Ah. Diesmal können wir so tun, als wäre das vollkommen okay, weil es, das Würfeltool ja heute von mir gestellt wird, weißt du? Kommt kein Verdacht auf, dass wir dich Wie wichtig waren bevorzugen. nochmal die Tastenkombination und die Tastatur umzustellen? Alt und Shift, wenn du meinst Sprache, ne? Ja. Alt, Shift.
wie ich halt gleich wieder wusste, was er meint. Ich wusste es auch, aber ich weiß nicht, wie es klingt. Ja, ich hatte die Frage schon des Öfteren. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Das ist höchstwahrscheinlich. Billy findet für dich und für Ich habe uns. jetzt 8 Erfolge. Tja, mit deinem einen Wurf, mit deinem einen Würfel kannst du dann Ich keine habe zwei jetzt Erfolge mehr neun machen. Erfolge. Neun Das ist Erfolge. toll. Nach wie viel Proben Aber hast du Billy gebraucht? Das ist hilft mir irgendwie fünf ja. oder sechs oder so, ne? Warte mal. Ich war bei, wo bin ich denn? Hier, TeamSpeak. Nachdem Jojo dann beschlossen hat, sich auf Billys Schultern zu setzen, weil sie von da unten einfach nicht sieht. Ja, ich habe ja einen Vorteil, genau. Ja, ich wie 50 Minuten oder so, was in die Richtung, Ja, genau. Wie viel Proben hast du gebraucht? ne? Ja, ich glaube 5, ich habe es nicht gezählt, warte 5, mal. okay. Nee, das ist okay. Ja, hier, nach 40 Minuten, was tatsächlich ganz schön lange ist. Ist ja auch ein großer Club. Bei Cyberpop hängt er rum in der Chiller-Lounge. Allein mit seinem Comlink, wo er irgendwas macht. Der Typ selbst ist, wie gesagt, 11. CyberGov, also ich meine im Wesentlichen, gib bei Google CyberGov ein und durch die große mundschutzbedeckende Dingsda-Maske erkennt man meistens nicht so viel vom Gesicht. Das ist auch bei ihm so. Halt schön alles in einem Blauton gehalten, auch vom Kleidungsstil und halt cybergoffig mit einer Spur postapokalyptischem Kleidungsstilinhalt. Er sieht von dem, was man von seiner Augenpartie sieht, ganz gut aus für einen Elfen. Und ich hoffe, Snowcat nimmt mir das jetzt nicht übel. Also du machst dir keine Sorgen, ob dir das Billy jetzt übel nimmt. Tja, wenn Wie du immer. bei Snowcats Shadowrun-Geschichten lesen würdest, wüsstest du jetzt Bescheid, mein Freund. Ich lese bei ihr ab und zu in den Geschichten. Doch, doch. Ich weiß zum Beispiel, dass sie mit Harlequin rumbämbelt. Mist! Und Das ist voll diskutiert, aber ist egal. ich wollte schon mal den anderen Tag sie fragen, ob sie sich eigentlich bewusst ist, dass Harlequin mit allen rumbämbelt. Aber das ist gemein. Ich glaube, sie ist Harlequin ist eine nicht. Hure! Das habe ich jetzt nicht gesagt. Er ist halt ein Aber ich. unsterblicher Elf, ne? Das ist halt. Es ist kein Grund, sich so prätentiös zu verhalten. Prätens. Jetzt sind wir aber wirklich Fremdwörter, sophisticated. die nicht dazu passen. Gut, Macht ja ihr habt ihn nichts. gefunden, er hängt da rum. Wir haben es jetzt auch nicht gesagt, da fällt es keinem auf. Gut, wenn wir ihn gefunden haben, dann macht Julio irgendwie, guckt sie, dass sie ein Bild kriegt. Was nicht Check. sonderlich schwer sein sollte, auch ohne dass man es merkt. Nee, ist absolut nicht das Problem. Gut. Okay, Billy. Ich glaube, du musst jetzt hier ein bisschen aufpassen und mir dann später sagen, ob er abzischt. Wie Und ich gehe aufpassen? jetzt Was meinst du denn Dennis jetzt mit holen. aufpassen? Outgame, ich weiß, worauf du hinaus willst, irrelevant. Er hat ja auch sein Icon freigeschalten. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt immer wieder finden. Ah, sehr schön. Ihr könnt euch So. sogar einstellen, Stelle hier, also Billy kann das auf jeden Fall, wenn er geht, dass ihr eine kurze Meldung bekommt, ist überhaupt kein Problem. Sehr Macht gut. sie. Gut, dann müssen wir jetzt, dann kann ich jetzt Dennis suchen gehen. Geh mal Dennis suchen, den Dennis. Jojo geht Dennis suchen. Ja, Dennis ist eine Etage drunter. Ihn kannst du ja auch einfach lokalisieren. Eben. Den kennst du ja auch. Er ist gerade in einem sehr interessanten Gespräch mit dem Barkeeper, wobei der Barkeeper es schafft, quasi gleichzeitig mit drei Personen zu reden, wobei keine davon Dennis ist. Dennoch führen die beiden irgendwie offenbar ein Gespräch, denn zumindest immer wenn Dennis irgendwas zu trinken haben will, kriegt er das noch. Cool. Außerdem sieht er aus, als hätte er den ganzen Abend nichts anderes gemacht, außer zu kiffen. Gut. Jojo klettert neben ihm auf den Barhocker. Wenn da überhaupt einer frei ist. Oder stellt sich zumindest neben ihm und zupft ihn am Ärmel oder irgendwas anderes halt. Um auf sich aufmerksam zu machen. Oh, du bist echt da. Moment, wo mein Vater, warte, warte, was geht? Er Der hört sich wie tippt Vicky dir. an. Ja, nicht wahr? Wenn die, wie hört sich an wie Vicky, wenn sie Ja, besoffen ist? ja. Tut uns leid, das Nein. war keine Kritik. Wir Nein. kritisieren Ach, dich nicht. Besoffene hören sich alle gleich an und bekifft auch alle gleich. Nein. Klar. Der Typ tippt dir etwas härter gegen die Stirn. Du weißt, was ich meine, den guten alten, bist du eigentlich betrunken, Test. Ja. Oh, du bist überhaupt nicht betrunken. Ja, shit. Ich dachte, du kommst so, wenn du betrunken bist. Na, das hole ich vielleicht später noch nach. Aber jetzt bin ich hier. Hi! Gut. Wie geht's dir? Wir haben uns ewig nicht gesehen. Was treibst du? Du willst was trinken, oder? Hast du was zu trinken? Du hast was zu trinken. Sie nimmt sich sein Trinken und trinkt daran. Ey, ich hab nichts mehr zu. Du hast. Na, was ich mache? Normal halt. Alles klar, so wie immer.
Genau, ein bisschen bei Ivan rumschrauben und kriegt die Kohle, dann wird sie auf jeden Fall hart angebracht, damit ich mich selbst auf das nächste Level der Evolution schieben kann. Deswegen der dritte Arm. Der hat einen dritten Arm. Nein. Shit, du versuchst mich jetzt schon zu verarschen, was? Ich versuche dich immer zu verarschen. Jojo bestellt sich was zu trinken. Ja, kriegst du. Gut. So, pass mal auf. Bist du allein hier? Nee, ich bin mit ein paar Typen gekommen, aber die waren da irgendwann weg. Wie, die sind weg? Nee, waren irgendwann weg. Na, die kannst du doch suchen. Na, wie denn? Na, über die Icons. Shit. Na, aber klar. Ah, Moment. Nee, das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Scheiße. Er sieht unheimlich traurig aus. Bestürzt gar. Ja. Legt jetzt auch seine Hand auf deine Schulter. Weißt du, in der Zeit bin ich jetzt schon eine ganze Weile alleine und da hat sich ja die Erde weiter gedreht. Da sind die ja jetzt hunderte von Kilometern weit weg. Wenn du jetzt noch ein paar Minuten wartest, dann dreht sich die Erde noch mal weiter und dann, weil die Erde ja rund ist, sind sie dann noch wieder da. Nee, Mann, das ist doch pro Tag ist sie doch nur einmal an derselben Stelle. Echt? Ich habe immer Shit. das Gefühl, je betrunkener ich werde, desto schneller dreht sich die Erde. Deswegen trinke ich ja auch keinen Alkohol. Ach, Jojo, Weil was sich hast du dann. dir gerade eingefahren jetzt? Du hast von seinem Glas getrunken. Fanta? Fun mit FUN, hä? Natürlich. Ja, Nein. super. Doch. Schmeckt nach Fanta, hundertprozentig. Gut. Du willst ja nie Drogen mit Billy nehmen. Ich möchte auch, dass zur Kenntnis genommen wird, dass ich nicht gefragt habe, ob wir uns was einbauen vorher. Habe ich zur Kenntnis genommen, hat mich Ich überrascht, finde aber ich das glaube, das uncool, war dass der das Ding. Spielleiter gerade Konsti für mich würfelt. Habe ich überhaupt nicht gemacht. Huch. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, bei der sich schneller drehenden Erde, wenn man betrunken ist. Wieso glaubst du, dass du keinen Alkohol trinken kannst? Alter, wenn sich dann die Erde schneller dreht, sind die Leute doch viel schneller wieder hier. Das ist Nee, doch voll mit gut. Al nee, nee, Alter, mein Vater war ein Säufer, meine Mutter hat Oh, gesoffen, okay. mein Bruder liegt los. Mach ich nicht. Ich bleibe clean, trocken, also das alles. Alles klar. Also, ich meine, ich kann dir helfen, die Typen zu suchen, das geht. Nee, die sind eh scheiße, Alter. Die sind übelste Bastarde, sind das alles. Warum haben sie sich übers Ohr gehauen oder was? Nee, 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 die alle, die mögen kein Android-Porn. Was sind denn das für Menschen? Na, und außerdem, der Objav, der weiß doch, wenn ich hierher komme und ich bin alleine, dann weiß der, was ich kriege, dann muss ich gar nicht, dann muss ich überhaupt nichts mehr sagen. Der gibt mir genau, was ich brauche. Verstehst du das? Ich verstehe, was du meinst. Genau. Ich verstehe dich, Mann. Sieh. Der ist deine Bitch. Nee, Alter, das kannst du nicht sagen. Das ist voll. Er Sie sagt, das grinst. sagt man nicht. Hä? Nee, das ist voll der coole Typ. Das war ja nur ein Scherz. Ach so. Du kennst mich doch. Mann. So gut kenne ich dich gar nicht, weißt du? Stimmt. Stimmt, eigentlich kenne ich dich auch nur betrunken. Nee, ich trinke ja nicht. Also, wenn ich betrunken Alter! bin. Ach so! Oder auf irgendwas anderes Musst du mal drauf. aufpassen mit dem Alkohol, Alter. Oder auf irgendwas anderem drauf. Ja, weiß nicht, weil ich ja dann meistens unterwegs bin. Ah, sag mal, ich habe mal eine Frage. Sie holt das Bild raus. Kennst du den? Ja. Ja. Ja, das ist der Typ. Der Typ. Der heißt, der wird immer von allen so genannt, oder? Was weißt du nur bei denen? Ist der korrekt oder ist das ein Arsch? Na, keine Ahnung. Halt,
Ich sag, sie kommt hier mal her und ist dann die meiste Zeit alleine. Und ich glaube, der mag auch kein Android-Porn. Was? Also ist er ein Arsch. Genau. Gut. Ja, aber sonst weiß ich nicht. Ist schon okay. Also ich habe jetzt keine Klagen gehört. Alles okay. Was willst du denn von dem? Ich gar nichts. So. Nee, willst du ihn verkuppeln? Nee. Also, oder dann ist okay. Warum? Na, der hat eine oder einen nach dem anderen, Wasser? Und jeder, der mit dem was anfängt, aller 2, 3 Wochen später, sind die übelst fertig. Fertig mit der Welt. Hä, inwiefern fertig mit der Welt? Weiß ich nicht, oder? Weil die sind dann so, der macht's an Schluss und die sind alle am Boden zerstört, so richtig grounded. Alter, Ernsthaft jetzt? ja, Alter, voll krass. Wie macht denn der das? Weiß ich nicht. Geil. Vielleicht kann er mir mal seinen Trick verraten. Ja, warum dann? Warum Leute fertig? Das ist doch scheiße, ist das doch. Ja, aber ich will wissen, wie der das macht, weil damit kann man ja bestimmt auch andere Sachen machen. Hä? Was willst du Na. denn damit noch machen? Na, das Gegenteil. Dann kannst du, wenn du so weit bist, dass du Leute so beeinflussen kannst, dass die komisch fertig sind, dann kannst du die bestimmt auch damit voll animieren. Meinst du nicht? Nee, find ich, meine ich nicht. Glaube ich Hm, nicht. schade, ich fand das klug. Es Nee, war doch nicht so nee. klug. Nee. Okay. Mist. Da dachte ich, ich habe mal eine gute Idee. Ja, aber muss auch nicht immer gute Ideen haben. Du bist ja auch hier, als um zu feiern. Du bist ja nicht hergekommen, um von dem was zu lernen. Nö, eigentlich nicht. Das ist mir nur nebenbei aufgefallen. Da bin ich hier zu feiern. Na, dann lass doch mal anfangen. Spring mal ganz kurz. Ich muss mal eben was nachlesen. Musst du nicht, hab ich dir geschrieben. Was? Ernsthaft jetzt? Bloß die Willst du SR-Variante. mich verarschen? Nein. Alter! Du hast ja nur einen Dem Schluck Till. genommen, aber ich sage dir einfach, wie die Sachlage ist. Alter! Ja. Ich hasse dich. Das ist völlig ein natürlicher Zustand. Ich hasse dich. Dagegen kann ich nichts machen. Ich hasse dich. Es wird nicht besser davon, dass du es wiederholst. Nimm doch noch einen Schluck. Nein. Nimm noch einen Schluck. In seinem, ja, nicht in meinem. Das ist jetzt wichtig. Hey, was in seinem, nicht In in meinem? seinem, nicht in meinem. Hä? Mann, Ach so, ja. woher willst denn du das wissen? Okay. Aber du kannst die Wirkung ausspielen wie in seinem, das kann ich dir mal outgame sagen. Okay, Gott, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ja, spring mal kurz. Billy! What's up? Hast du richtig Bock, irgendwas zu machen? Ich dance ein bisschen rum. Geil. Online. Also Sexy Friday ist auf jeden Fall. Viel Körperkontakt, das ist ja klar, aber auch jetzt nicht so schlimm. Wie nicht so schlimm. Weiß ich nicht. Findest du bestimmt nicht so schlimm, dachte ich, beziehungsweise Billy. Kommt drauf an. Na, das sind nicht alles irgendwelche Gesichtsfünfen. Und man kann sich ja auch tanzend wegbewegen und das ist auch nicht so, dass wenn du sagst, kannst du mal jetzt bitte weggehen, dass die dann sagen, ich mach dich, ich fick dich hart, sondern die sagen dann, okay. Ja, das, Versuchen es bei irgendeiner anderen. ja, so wird es dann ungefähr auch aussehen. Gut. Ich bin jetzt auch, Gut. also ich muss dir leider gestehen, ich bin jetzt eher ein bisschen gespannt auf den Dancefloor unter dir. Ja, es ist auch okay. Ich, wie gesagt, Ich tanze hier hasse dann noch ein dich. bisschen rum. Ich bin gerade noch überfordert. Dafür kann ich auch Das ist nicht so nichts. schlimm. Ich würde ja gern wissen, was er dir gefahren hat, was er dir gefahren hat. Liz! Please. Das finde ich nicht geil. Ich müsste es auch gerade mal nachlesen, was es nochmal genau geschrieben So, steht. ich möchte das mal kurz vorlesen, einfach. Ja, lest doch mal vor, einfach. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich Sag hasse das dich. nicht so oft, das macht man nicht. Bliss. An der Stelle ist es vollkommen okay. Dieses Okay. Opiat wird aus Mondpflanzen gewonnen. Bliss, in Klammern Glückseligkeit, ist ein Beruhigungsmittel, das seinen Namen den Empfindungen verdankt, die der Anwender verspürt. Ein Spieler, der einen Bliss-Konsumenten rollenspielerisch darstellen will, sollte sich auf den Weltfluchtaspekt konzentrieren, da die Droge die chaotische und unbefriedigende Welt ausblendet. Es ist also im Wesentlichen SR-Heroin.
Auf Age macht eine hohe Abhängigkeit, oder? Sehr hoch. Wunderbar. Viel Spaß, Jojo auf Heroin in der Zukunft. Ja, Aber gut, oral bringt sie aufgenommen. runter. Ich habe ihre Oral. Abhängigkeitsprobe schon gewürfelt, das ist ja okay. Ach so, Oral habe ich die aufgenommen ist ja wenigstens nicht so schlimm, oder? bestanden? Ja, hast du. Sehr gut. Oral und das, die Menge war jetzt auch nicht überkrass, weil du hast einen Schluck aus seinem Getränk genommen, da der den ganzen Abend sich solche Getränke einfährt und immer minimal was drin ist. Und der Barkeeper damit auch vermutlich eher ein bisschen geizt, weil er es sowieso nicht mehr so richtig merkt, ist es jetzt nicht hundertprozentig viel, aber die Wirkung wirst du schon verspüren. Aber was, wie kannst du mich hassen? Ich gebe dir Glückseligkeit. Ich hasse dich. Toll. Vor allen Dingen, weil Jojo Schön. sowas nicht ausstehen kann. Das ist schön. Naja, wer weiß, vielleicht ändert sie jetzt auch ihre Auffassung dem gegenüber. Ich finde das jetzt total okay, ne? Vielleicht mittlerweile. Jetzt aber hinterher nicht mehr. Ja, okay, Das aber kann sie jetzt nämlich nicht geht's. leiden. Wenn sie sich Oh. Drogen einfahren, ist okay, aber nur, wenn sie es bewusst macht. Ja, also entschuldige bitte, wenn du dir von irgendeinem Typen in der Bar irgendwas, ne? Das ist dann aber nicht dem seine Schuld. Bei einer Location, wo du gesagt hast, da ist Daydream. Das ist so gut. Ja, Aber doch nicht also. bei irgendeinem Typen. Ja, der hat's ja auch verlangt. Der hat ja gesagt, der Barkeeper weiß genau, was ich brauche. Genau. Hört sich nach Spaß an bei ihr. Jetzt heißt es, ich kann dich jetzt dann davon überzeugen, während du auf irgendwas bist, dass wir dem Typ hinterher müssen. Ja. Oh, exzellent. Okay, ich mach's anders. Billy Jojo Das ist ist schon schon okay. ganz schön lange weg. Hier Dingrapappelt. Hey. Du musst es direkt Hallo? hintereinander drücken, sonst ist es ungeil. Dreimal hintereinander, ja. Ja. So, das üben wir jetzt bitte nochmal. Dankeschön. Viel besser. Habe ich jetzt schon geantwortet? Nö, jetzt. Hey. Wo bist du denn? Na, bei Dennis. Bei Dennis. Und was machst du? Na, umsitzen. Du weißt schon, warum wir hier sind, oder? Na klar, das habe ich doch alles schon voll erledigt. Ach, sind wir schon. Okay, warum kommst du nicht zurück? Wollte ich das? Wir wollten, Stimmt. ja. Deswegen bist du erst in den Typ überhaupt hin. Stimmt. Kommst du jetzt mal. Okay. Kommst du wieder zurück oder soll ich zu dir kommen? Ich kann auch zu dir kommen. Bestimmt. Aha. Okay. Bis später. Bis Steh ich auf. gleich. Kann ich ihren Comlink tracken eigentlich? Also in dem Ding auf jeden Fall. Ist Gut, ja überhaupt kein Problem. ich laufe ihr dann mal entgegen. Gut. Jojo, So. Flummi, solltest du laufen? Also, das sind ja keine Schritte, das sind ja Schwebebewegungen, ist ja klar, ne? Ja, klar. Wolke 7, mindestens. Ja, kommst du Achso, ja, ihr ihr trefft euch und entgegen? so, ja. Wir finden uns, ja? Na, du Okay. findest sie auf jeden Fall früher oder später, das ist überhaupt kein Problem. Du siehst ja Ja, genau, Icon, zack. sie lässt sich auch ein bisschen ablenken. Also sie war eigentlich sogar mal auf dem Weg zu dir, aber ist irgendwie dann in die falsche Richtung abgedriftet. Okay. Jo, Bindi. jo. Merkt man's ihr an? Also der Gesichtsausdruck ist mehr als entrückt. Sie hat. Also sie hat noch nicht wirklich Teller, aber auf jeden Fall sehr entrückt. Okay, was hast du dir eingefahren? Gar nichts. Du lügst. Nein. Doch. Nein. Doch. Hä? Warum bist du denn so unentspannt? Weil du drauf bist wie die Sau und du mir nicht mal was abgegeben hast. Das ist das Schlimmste daran. Okay, was machen wir jetzt? Hast du mit dem Dennis geredet? Und was hat er gesagt? Dass die Welt sich viel zu schnell dreht. Und was bringt uns das jetzt weiter zu dem, was wir hin wollten? Dass es keinen Sinn hat, da jetzt hinterherzulaufen, Wir weil wissen die doch aber, Welt wo der sich sitzt. gedreht hat Aber und der dass hat er jetzt sich viel mit der weiter Welt weg ist als mitgedreht. vorher. Nein, ist er nicht. Der hat sich nämlich mit uns auf derselben Welt gedreht. Aber die dreht sich doch in die andere Richtung. Und der dreht sich mit uns in die andere Richtung. Nein. Doch. Wir drehen alle in dieselbe Richtung, weil wir alle auf derselben Welt sind.
Guck, ich drehe mich ja auch mit dir mit. Hm? Oh Gott, soll ich dich besser heimbringen? Sie guckt dich an. Möchtest du nach Hause? Warum denn? Weil du mir Sorgen machst. Warum? Ist doch alles gut. Ich nehme sie bei der Hand und schlepp sie zu dem Dennis hin. Wenn ich, ja, weiß ich, wo der ist? Ja. Also es gibt nicht so Ja. viele Deniten. Deniten. Ja. Hey, ist wieder. Jo, jo. Was hast du mit Und der noch eine. gemacht? Hä? Was du mit der gemacht hast? Gar nichts. Wie Willst du gar dich nichts. erstmal vorstellen? Ich bin der Dennis. Und ich bin dein schlimmster Albtraum, wenn du mir nicht gleich sagst, was du mit ihr gemacht hast. Hey, wow. Hey, wow. Das ist gar nichts. Was ist mit der los? Die war bei dir Alter. und kommt zurück und ist so. Was ist los? Ich hab doch gesagt, dass er nichts gemacht Nee, ey, jetzt pass auf. Ich bin so ein ehrlicher Typ, er hebt die rechte Hand. Ich habe nichts mit der gemacht. Es scheint so, als entweder kriegt er es nicht mit oder er ist ehrlich. Es sieht, du erkennst zumindest kein Zeichen der Lüge wie, ich bin so fies, ich bin so ein Ist blöder klar. Spielleiter, sondern halt, ne? Ich nehme Jojo bei der Hand und ziehe sie aus dem Club raus. Gut. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Das ist das Problem. Es geht mir voll gut. Glaube ich. Wie glaubst du? Wie, Okay, Billy marschiert zurück mit Jojo zu Dennis. Also, ich weiß nicht, wie weit wir gekommen sind, aber. Ja, soweit. Sie meinen, es ist ja kein Problem, du läufst zurück. Dennis, was nimmst du? Ich hab schon, danke. Naja, was? Ach so, na, ich hab hier. Das mein guter Freund, der macht mir immer, der weiß genau, was ich brauche. Shit. Einfach, wenn ich schon ein bisschen breit bin, dann Fanta mit einem Schuss Glück und Bliss auch noch. Und Kohlensäure. Das ist ja in der Fanta schon drin. Ach's, echt? Hat sie auch Ey. da, hat sie davon getrunken? Hat die was, hat die auch ein Glas bekommen von dem Zeug, was du getrunken hast? Nee, hast du dir nicht Bier bestellt? Ey, da war eine braune Flasche, das war Bier. Und sonst hat sie nichts getrunken? Boah, weiß ich nicht, das ist doch Stunden her. Tage. Nee, es waren Stunden, die Sonne ist nicht, ist die Sonne aufgegangen? Kenne ich mich genug mit dem Zeug aus, um zu wissen, dass sie genauso drauf ist wie er? Sagen wir es mal so, es gibt wenig andere Gründe, warum sie plötzlich so einen Aussetzer hat. Von Bier kann es nicht kommen und da steht tatsächlich noch eine braune Flasche neben ihm. Aber die ist halb voll wahrscheinlich oder halb leer oder wie auch immer. Ja, das weiß nicht, ob sie es ausgetrunken hat, aber ich meine, es ist, der Vergleich ist auf jeden Fall schon gegeben, ja. Er hat auch ziemliche Teller. Jo, der wird da wahrscheinlich um einiges mehr getrunken haben. Und der wird das vermutlich auch eher mal ein bisschen gewöhnt sein. Wohl wahr. Na, mit dir können wir mit dem Typen garantiert heute nicht mehr reden. Wenn du so aussiehst. Lässt du mich einfach hier sitzen? Machst Nee, gar ich. Nee, ich lass dich garantiert hier nicht sitzen. Du würdest mich hier auch nicht so sitzen lassen. Aber wenn es dir voll gut geht, klar. Ja, dir geht's aber nicht lange voll gut. Komm, wir gehen jetzt auf die Tanzfläche und tanzen. Behalt's im Auge. Gefällt dir die Musik? Jojo, hör gerade ihre eigene Musik. Das ist die beste Musik, die du je gehört hast. Yep. Okay. Solange es dir gut geht, du sagst mir, sobald es dir schlecht geht, wenn du musst trinken. Ich hole uns an der Bar schönen Flaschen. Wasser, 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 ohne Gut. irgendwas. Ja, ist ja okay. Ich sag's nur. Nee, ist vollkommen richtig. Und dann animiere ich Jojo immer schön zum Trinken auch. Schlückchen für Schlück. Kleine Schlückchen von lecker, lecker Wasser, Jojo. Hier, guck. Lecker, lecker. Prost, komm, Jojo. Das Wasser hat noch nie so gut geschmeckt. Das tut's, ja. Das tut's. Ist überhaupt alles perfekt. Du solltest viel öfter herkommen. Viel öfters Fanta mit Bliss trinken. Ich hasse dich. Wie lange wollt ihr denn da ein bisschen tanzen?
So lange, bis Och. Jojo Billy nach, nee, Billy Jojo nach Hause bringt. Naja, ich denke mal, irgendwann wird es ja die. Also Also, so nach lange hält zwei es ja nicht an. Stunden wird das auf jeden Fall weg sein. Und dann kommt Oh, normalerweise der danach kann sie ein Drop. bisschen sauer werden. Na, danach kann sie erstmal ein bisschen was in so die Abklingwirkung von Heroin. Ich glaube, das ist gar Oh. nicht so geil. Nee, Ich habe das ist keine Ahnung, Depri. ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall ultra Depri. Depri. Und auch kraftlos und alles. Ist einfach nur am Ende. Gut schlafen. Ja, ich werde dich dann irgendwann in dein Auto frachten und fahre dann mit dir zurück, leg dich bei dir ins Bett und schlaf dann selbst da irgendwie. Werd nicht mehr heimfahren. Gut. Und morgens, wenn ich aufwache, werde ich uns einen Kaffee kochen. Wahrscheinlich wenig schlafen, weil ich Sorge habe, dass sie Nachwirkungen haben könnte oder eben, weiß nicht, immer sehr nervös nach Pulsschlag such. Also es ist, habt ihr nicht sogar einen Vitalmonitor? Ja. Doch, haben Habt wir. ihr einen Bumsbulli, ne? Also den Ja. wirst du ihr sicherlich anheften und dann, ich weiß, trotzdem wirst du nicht so gut schlafen, aber da kannst du sehr schnell halt alles ablesen, dass das alles im Rahmen ist. Trotzdem. Natürlich wird ihr Herz schneller schlagen, aber ihr Herz schlägt generell schneller, weil sie klein ist. Weil sie ein Kolibri ist. Auch ja, deswegen. 40.000 Mal pro Sekunde. Und das, wenn sie im Ruhepuls ist. Richtig. Ja, zum Frühstück gibt's dann Kaffee und das After Club Drugging Gespräch. Geil. What the fuck trinkst du aus fremden Gläsern? Du Spastikerin, echt mal. Die weiß das doch nicht mal mehr. Glaubst du, die weiß das noch? Ja, das weißt du noch. Wir machen das Ja. anders. Pass auf, wir machen das nochmal jetzt ein bisschen strukturiert. Jojo, du wachst auf. Billy hat gerade eine Tasse Kaffee neben dich gestellt. Es geht dir so mittelmäßig. Bis schlecht, weil sie jetzt erstmal wahrscheinlich kotzen geht. Warum? Wovon? Nach dem Opium, nach dem Heroinrausch gehst du kotzen, Mädchen, wenn du nicht normalerweise direkt kotzt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Zeug noch nie genommen. Ja. White Russians, wir lügen gerne im Podcast. Richtig. Jojo geht ordentlich reiern. Gut. Erwartet jetzt nicht, dass ich das ausspiele, oder? Doch, Nein, bitte, ich möchte die Brechgeräusche und das Spülen hören jetzt von ja, dir. das fände ich eigentlich sehr schön. Ja, bitte, los. Aber ich kann doch den Rechner nicht mit zum Klo nehmen. Wieso denn nicht? Es wird doch wohl möglich sein, sich jetzt mal einen Finger in den Mund zu stecken für diese Runde. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, dann muss der Prophet eben zum Berg kommen. Hast du keinen So, Eimer daneben stehen? Also wenn ich mit euch spiele, habe ich hier immer einen Eimer. mit einer Glasflasche drin? Okay, du warst kotzen, Spülgeräusch willst du auch nicht machen, ist alles sauerbärmlich und du kommst wieder. Ja, sie setzt sich aufs Sofa. Geht's dir gut? Nee. Ja, das ist nicht verwunderlich. Du bist eine saudumme Kuh manchmal, weißt du das? Hä? Was willst du jetzt von mir? Warum lässt du dir Bliss andrehen von dem Typen? Wieso habe ich mir was? Du warst gestern auf was drauf, jedenfalls. Und ich glaube, du hast da dasselbe getrunken, Aber was ich habe Dennis nichts getrunken hat. genommen. Ja, nicht bewusst. Entweder hatte jemand was ins Glas rein, oder du hast wo raus getrunken, oder du hast dir was bestellt, wo was drin war, ohne dass du es wusstest. Man passt da auf, man bestellt sich Flaschen dort immer mit Wasser, Ich wenn man habe nichts eine drauf sein Flasche will. gehabt. Eine Flasche Bier, die machen sie auf, bevor du es siehst. Die können dir da alles reinlegen. Aber. Ah, fuck, Billy, wir waren sogar schon zusammen da. So, was willst du jetzt eigentlich von mir? Dass wir uns hier für was vorbereiten wollen und so Sachen eigentlich nicht passieren sollten, wenn wir Alter, uns auf was glaubst du denn, das vorbereiten. war Absicht? Natürlich war das keine Absicht, Glaubst aber du, du ich bin warst, so das war dämlich, fahrlässig. sowas? Ja, war's. Tut mir leid. Ich möchte dich ja jetzt gar nicht anschreien oder so irgendwas und du brauchst mich jetzt auch gar nicht anzumeckern. War fahrlässig. War wenn nicht, genauso saudumm wie meine Ideen. Manchmal. Und du hilfst mir dann auch immer bei so Sachen und bist grob zu mir, aber hast recht. Ja, passt schon. Ne? Müssen wir dann nochmal hin wegen dir? Oder müssen wir nicht mehr hin? Ich weiß ja nicht. Was war denn das mit dem Gespräch mit Dennis und dir und dem Typen? Ne, mit dem Typen selber habe ich ja nicht gelabert, aber Ja, aber. Dennis wusste nichts über den. Warte mal, Gar was hat denn nichts. der erzählt? Du hast ein Doch. fotografisches Gedächtnis, Ja, aber. das, sie überlegt doch nur. Schee. Naja, aber Alter, irgendwie ist es gar nicht so ultrafotografisch. Übrigens ist das die unbequemste Couch, auf der du in deinem Leben je gelegen hast. Der widerlichste Kaffee, den du je geschmeckt hast, abgesehen von deiner Kotze und überhaupt die Luft. Alter, wenn du die nicht atmen müsstest, würdest du es jetzt gerade nicht tun.
Na, ich glaube, der wusste auch nicht viel über den. Es war irgendwas mit. Ach, keine Ahnung. Es ist so ein. Ich glaube, das war so ein Abschlepper, aber so viel mehr weiß ich auch nicht über den. So, der bringt uns also auf gut Deutsch an und weiter, gut Russisch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was er weiß. Und was nicht, dafür müssten wir, glaube ich, mit ihm reden, wenn wir da überhaupt Bock drauf haben oder halt nicht. Sollen wir denn da nochmal hin? Keine Ahnung, mir egal. Ich glaube, ich lasse dich heute erstmal besser runterkommen, hä? Gut, dann werde ich auch erstmal nochmal zu mir düsen und also ich nehme dann den Bus von hier zu mir und dann sprechen wir Übrigens, uns später. Entschuldigung. Jojo, du hast übrigens ganz viele Nachrichten von ihm. Wo seid denn ihr jetzt plötzlich und sowas? Ist ja klar. Und Billy, du hast eine Nachricht von Vicky, wie es aussieht, ob Fortschritt vorhanden oder nicht. Und dass sie ihren Kollegen klar gemacht hat. Kollegen, für was, hä? Der Typ, der das Zeug vertickt. Ah, okay, cool, awesome. Bei uns noch kein Move in irgendeine Richtung und cool, coole Sache, danke. Gut. Gut. Wenn Billy sich ausreichend fertig gemacht hat, wird sie sich irgendwo hinbegeben, wo sie eine ausreichende Matrix-Anbindung vorfindet, nicht zu Hause. Ach, scheiße, nee, Moment, halt, Kommando zurück, wird sie nicht tun. Sie wird warten, bis bis Jojo wieder auf dem Damm ist und dann wird sie Flummi anrufen, damit sie zusammen in den Store gehen. Also, pass auf, mach mal in Time. Jojo, hör zu. Ich lass dich jetzt erstmal wieder zurechtkommen. Nimm mal eine Dusche und frühstück mal was, du musst was essen und wenn's dir besser geht, dann ruf mich gerade an, wir müssen zusammen in den Store fahren. Okay? Dann sprechen wir später mehr. Ich will dich jetzt gar nicht volllabern, von daher. Ne? Pass da auf dich Klingt auf, jetzt gütig. erstmal. Der Vitalmonitor ist noch angeheftet, den nimmst du am besten noch ab vorher. Jo. Dann jo, bis später, ne? Jo, tschüss, Knuddel. Ja, Spielleiter sagt, wie lange sie braucht. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie halt schon noch ein Weilchen, aber es ist auch egal. Irgendwann gegen späten Nachmittag, frühen Abend oder so, denke ich, ist alles wieder sehr fit. Du willst ja sehr fit sein für so eine Aktion. Was, wir wollen ja nur in den Store reingehen und Weiß ich Jojo nicht, sollte noch. wenn du nur fast sehr fit sein willst, dann geht auch Nachmittag. Das Store Jojo hat eh wird bis. sehr fit sein, weil sie nämlich erstmal wieder klarkommen muss, dann versucht zu rekonstruieren, wo diese ganze Scheiße überhaupt hergekommen ist. Dann. Also, ich fürchte, du allein kannst dir das nicht erklären. Nee, das glaube ich nämlich leider auch, dass sie überhaupt nicht rafft, wo oder wie das jetzt alles passiert ist. Und dann noch mal kurzzeitig ein kleines bisschen ausrasten muss und sich überlegt, wem sie dafür den Schädel einschlagen muss. Stehst also so Siehste? mit dem Joystick in der Küche und Nein, nicht ganz. Aber sie schmiedet gerade Pläne in ihrem Geist, irgendwie diesen Laden zu Fall zu bringen. ich find's immer gut, wenn Spiele ihre eigenen Ambitionen entwickeln. Das weiß ich doch. Deswegen tue ich das ja gerade. Das ist schön. Nicht, dass du uns dann manchmal auch über die Kante schubst oder so, ne? Ach, Was? nie. Was? Ich zerre euch höchstens bis zur Kante. Wenn ihr das Gleichgewicht nicht halten könnt. Und dann trittst du nochmal zu. Das hat keiner gesehen. Nee. Gibt keine Zeugen. Ich habe gehört, plötzliche Stromausfälle sollen sehr geschäftsschädigend sein. Geil. Gute Idee, finde ich jetzt mal ganz Nee, nebenbei. ist eine super Idee, hast du auch recht. Merkt ihr Oder das doch? Ja auch. Das ist ein erklärter Plan. zerriebenes Glas in den Drinks ist auch gut. Ja, Geil. nee, das muss nicht sein, aber da würde ich ja nur die Leute mittreffen, aber ich finde die plötzlichen Stromausfälle viel, viel schöner, weißt du, wenn die da keine ordentliche Security haben, dann trampeln die sich wenigstens alle gegenseitig tot. Ach, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich will nicht die Gäste schädigen, indem ich ihnen Glas reinmache, aber wenn die sich tot trampeln, Das geil. ist gut. Klasse ist das. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein erklärter Plan. Gut, ich brauche mehr Quotentrolle aus irgendeinem Grund. Warum? Wegen Todtrampeln. Ach so. Ja, wir hatten wenig Trolle immer, ne? Gut, it's your call. Also, Ja. Flummi, Quatsch, Jojo wird ja irgendwann sagen, wann sie bereit ist und das Ja. entscheidest du. Ja, das wird irgendwann so am frühen Abend sein oder so, denke ich.
Ja, es ist auf jeden Fall noch der Laden hat noch eine Weile geöffnet, so es passt schon. Gut. Es gibt ja, ich glaube, ich hatte gesagt, drei Stores, ne? Ja, und Gut. ein Lager. Gut, es gibt den Hauptstore und die zwei Nebenstores, die sich ein bisschen in der Größe unterscheiden und vor allen Dingen Bestellungen werden hauptsächlich im Hauptstore entgegengenommen. Und dort ist, du hast extrem viele, du hast vier Folge Datensuche, ne? Dort Ja. ist höchstwahrscheinlich auch die Verwaltung, Personal und Budget und so ein Shit. Nicht direkt in dem Store, aber halt auch in dem Gebäude. Okay, was ich halt brauche, ist im Endeffekt jemanden, der im Gebäude sitzt, sag ich mal, der Connection hat ins Zentrallager direkt. Das heißt, wir brauchen irgendjemanden, der quasi ins Bestellsystem mit dem Hauptlager kommunizieren kann. Das ist doch voll einfach, weil Ich sag ja nur, was ich vorhab. nee, das sagt Jojo, wenn irgendwie Okay. das hat Düs mir aber glaube ich gerade gesagt. Nö, Ach das habe so, ich jetzt. Entschuldigung. Ich Ach so, meine, Entschuldigung. Nee, ich muss ja dann auch. nee, ich will euch ja gar Nee, nicht war doch richtig. Nee, unterbrechen. nee, 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 das war ja auch Ach, für wir dich tänzeln aber wichtig. auch heute. Wollen Sie Man. vielleicht noch einen Tee, Mrs. Canterbury? Ja, bitte mit Zitrone. Und dann Ein gehen wir Earl auf die Grey. Fuchsjagd. Natürlich, ich brauche einen neuen Pelz. Genau, darauf wollte ich hinaus. Gedöns, pass auf, ich sag das jetzt einfach mal so, dass es quasi in Time ist, damit ihr beide wisst, was eigentlich Sache ist. Also das habe ich jetzt quasi damit getan. Naja, aber das ist doch voll easy. Pass mal auf. Wenn du in so einem Laden bist und die was bestellen müssen, dann machen die das ja übers System. Das heißt, der eine Typ hat wenn ich da jetzt hingehe und irgendwas habe, was sie oder irgendwas haben will oder so, was sie auf gar keinen Fall da haben, dann muss er das im Hauptlager bestellen. Das heißt, das macht er wahrscheinlich über Direktzugriff. Darf ich dir ganz kurz nur eine Sache ans Herz legen, mein Na? Häselchen? Die Was bestellen denn? Sachen auf deine Sinn. Verdammt, ich wusste, dass es da ein Problem gab. Das ist das einzige Problem, was ich jetzt momentan sehe. Das heißt, wir müssen mit dem Typen so reden, oder du musst mit dem Na, Typen so. ja, klar, nee, aber ich muss ja erstmal nur Interesse daran haben und so. Das heißt, er wird wahrscheinlich irgendwann nachgucken, ob sie das überhaupt führen. Bestellen muss ich das ja noch nicht. Das stimmt wohl. Also wenn du, ich wollte es nur einwerfen, dass wir aufpassen müssen wegen benötigter Sinn und so weiter, dass wir nicht erst Ja, in die klar. Lage kommen sollen oder dass wir ihn dann so betüdeln, dass er gar nicht nach der Sinn fragt und es einfach dann so bestellt, wenn wir denn wirklich so weit gehen. Ja, Aber wenn es wäre überhaupt halt. bestellt, aber ich glaube, es reicht doch, wenn er einen Blick in die Datenbank wirft, weil er ja auch gucken muss, was die in dem Lagerhaus da haben oder was die in dem Lager überhaupt haben, vorrätig haben, ob die das überhaupt haben oder nicht. Und da muss der ja Weiß. auf einen. Ne? Ja. Ja, weiß ich denn, SL, und das geht jetzt tatsächlich an dich, ob ich quasi in so einem Moment zuschlagen könnte, um einen Mark zu erhalten? Wenn also ein Angestellter, sage ich mal, der jetzt in der Datenbank sucht und sich einen Zugriff verschafft, dass ich quasi abhorche und mir dann entsprechend bei ihm einen Mark zulege, um dann quasi auf dem Host einen entsprechenden Entry Point zu bekommen. Also nur um dem Spielleiter jetzt nochmal zu erklären, wie ich darauf komme. Ich weiß, das ist schon okay. Okay. Also laut SR5 brauchst du 2 Marks auf irgendein Gerät, um eine Kommunikation abzuhören. Das finde ich dumm. Du hast entweder die Möglichkeit, ja, das haben wir nie so gemacht, da habe ich mir irgendwas anderes gemacht. Du hast entweder die Möglichkeit zu versuchen, wenn er halt dann gerade nachguckt im Zentralregister, das ist ja Wi-Fi, die Wi-Fi-Sachen abzufangen. Das hat natürlich auch, da musst du Signal entschlüsseln, aber das ist für mich ein und dasselbe, abfangen und entschlüsseln. Oder du hast die Möglichkeit irgendwie, der wird es ja höchstwahrscheinlich mit dem Comlink bestellen, vorher dir Marks auf dem Comlink zu besorgen und da dürfte eins reichen. Und wenn er dann die Bestätigungsdatei bekommt, hier, das ist das und das, dann kannst du die kopieren. Das sind die 2 Möglichkeiten. Ja, ich will Wi-Fi hat ja. halt den Vorteil, dass du auf keinen Fall gefunden werden kannst, wenn es missglückt. Ich möchte halt quasi den folgenden Ansatz, quasi wie ein trojanisches Pferd sich zu verhalten, dass wenn man auf seinem Comlink drauf ist und er sich in die Datenbank auf dem Zentralsystem einloggt, dass ich quasi mit dabei bin und so quasi reinkomme, um einzubrechen. Weißt du, wie ich meine? Und das Einzige, was dann, das wäre quasi die Idee, als trojanisches Billy Da Füchschen sagen in wir es mal dem. so, wenn du auf seinem Comlink bist und er den Code Ich eingibt, wollte schon was sagen, das, kannst du ne? den nicht abfangen? Dann siehst du auf jeden Fall auch den Code. Das wäre dann wie Und also Keylogging im den Endeffekt. Nutzernamen quasi und kannst dich dann zu jedem Zeitpunkt einloggen. Okay. Das Wenn ist du das quasi dein meinst. Hintertürchen. Jo. Das würde ich dann nämlich so, wäre quasi mein Ansatzpunkt, um an die Sachen ranzukommen, damit ich gar nicht erst mich mit dem Host auseinandersetzen muss und quasi über den Angestellten da reinkommen. Das heißt, das Einzige, was Jojo machen müsste, wäre den Typen so lang ablenken und so lang volllabern, bis ich quasi wirklich drin bin. Und dann kann Wobei, ich. Ja.
Also was, so wie ich das verstanden habe, wenn du natürlich seinen Nutzernamen und was weiß ich nicht bekommst, dann kannst du dich auf dem Host einloggen mit speziellen Rechten, nämlich hauptsächlich abfragen, sind die Waren da, wann sind die da, wie lange braucht das und so weiter. Du kannst auch eine Bestellung abgeben. Alles Weitere, dann müsstest du bist dann im Host, dann müsstest du dir die restlichen quasi Rechte erhacken oder Aktionen erhacken, ne? Das ist klar. Jo, gut, aber wenn ich erstmal Genau. drin bin, dann dauert es ja erstmal ewig, bis jemand feststellen würde, dass ich drin bin. Aber die Idee war ja ohnehin, und jetzt kannst du mich gleich wieder verbessern, wenn ich falsch liege, aber das war ja die Ursprungsidee. Sobald ich im Haupthost bin, möchte ich ja mich quasi zurückziehen, nachdem ich den Sprite compiled habe. Den Sprite dort reinmachen, auf jeden Fall. Richtig, da war ja der 5er Sprite noch dran. Gut. Das ist der Ansatz meines Hacks hier. Alles klar. Gut, also das verklicke ich Jojo im Sinne, dass sie halt den Typen so lange beschäftigen muss, bis ich hier quasi grünes Licht gebe oder tierisch aus der Nase blute oder irgendwelche inneren Organe versagen oder halt Gott wieder ankommt. Oder die Niere davon spaziert. Die Niere sagt dann mal kurz Schüssel. Die geht mal die Milz im Altersheim suchen. Ich habe gehört, im Wallpaper gibt's voll die guten Drinks für die Niere, da will ich hin. Blipfel! Jojo hat ja glücklicherweise ihre Shops oft, das heißt, sie kann sich auch gut darüber informieren, an welche Waren dieser Konzern überhaupt rankommt, an welche er nicht rankommt. Das hast du ja schon alles getan. Und ja, das ist klar, Das ist aber das ist jetzt ja wichtig, dass sie dann auch irgendwann ein paar Sachen findet, von denen sie weiß, dass sie sie gegebenenfalls bestellen können, aber nicht in einem Laden da haben, weißt du? ja, das sind Oder dass sie hauptsächlich nur die auf Bestellung. Riga-Konsolen oder bestimmte Drohnen mit speziellen Zwecken. Gut, dann wird sie sich diese aber nochmal, weil sie sich damit ja nicht so gut auskennen, also mit Rigger-Konsolen nicht so gut auskennen. Vor allen Wie wär's Dingen denn? ein Wie wär's denn? Konzept zusammenstellen, was sie ihm überhaupt erzählen kann. Was, also quasi, sie baut gerade vor ihrem geistigen Hintergrund ein Gerät. Vermutlich wird das irgendein, nicht direkt Drohne, aber irgend so ein Drohne-Technik-Verschnitt sein. Wofür sie Komponenten braucht, die definitiv damit verarbeitet sein müssen, damit sie ihm gegebenenfalls, falls er dumme Fragen stellt, also damit sie halt eine Reihe von Dingen hat, nach denen sie fragen kann, verstehst du? Pass auf, wir machen das ganz einfach. Und zwar folgende Idee. Ich habe hier einen Nageldesign- und Make-up-Laden und ich möchte jetzt auch in der Zukunft einen Schamhaarschnitt anbieten. Und diesbezüglich, da ich das nicht selbst machen möchte, möchtest du mir eine Schamhaarschnittdrohne bauen? Ja? Da, Ich überlege gerade, ja, sowas Tätowiermaschine ginge wahrscheinlich auch, sowas halt, alles was eine feinere Sensorik braucht. Was spricht denn jetzt bitte gegen eine Gar nichts, die Schamhaarschnittdrohne? habe ich doch mit drauf offen, aber das, die Einzelkomponenten reichen vermutlich nicht aus. Was? Natürlich reichen die aus, um Okay, den gut. ohne dich lange zu beschäftigen. Alles Du klar. bist nicht mal sicher, ob sie dafür alles haben, aber das ist ja nicht so schlimm. Das, darum geht's noch lange nicht. Gut. Hervorragend. Eine Schamhaarschnittmaschine. Vielleicht baue ich sowas wirklich mal irgendwann. Brauchst du sowas? Ich weiß nicht, ich könnte es hier wirklich auf die Karte setzen. Müsste ich mal die Mädels fragen, ob die das wollen. Da wut, ne? Also man muss sich einfach nur Märkte erarbeiten. Ließe sich bestimmt zusammenbauen, aber es wird nicht billig. Sag ich dir Ja, direkt. Die jetzt machen wir mal. Einzelkomponenten allein schon teuer sind. Wie wär's Aber denn die jetzt Idee finde einfach ich mal? cool. Das geht doch jetzt gar nicht um das Ding tatsächlich, verdammte Scheiße. Warum? Ich weiß doch, dass es nicht darum geht, aber lass mich doch mal eben mich darüber freuen, dass man sowas theoretisch wirklich mal bauen kann, dass es witzig ist. Solange die auf die Klitoris dann aufpasst und so Sachen, dann ist doch alles Ja, dafür wunderbar. brauchst du ja dann hochfeine Sensorik, das geht schon. Genau. Und man kann sie Kannst du dann auch dann, um, man ich kann sie wollte auch sagen, an du den, kannst sie dann noch umbauen. ja, zum, zur jüdischen Beschneidungsmaschine. Das zum Beispiel. Das ginge auch. Masseltoff. Masseltorf. Gut. Ich würde sagen, Fahr mal hin. wir fahren hin. Ab Hab ins einen Bettmobil. Plan. Wir Dilililili. fahren da hin. Ja, das Hinweis, es ist durchaus sinnvoll, den Sprite schon vorher zu kompilieren. Was, du sagtest doch zu mir, dass ich den nur Nee, nee, kompilieren pass kann, auf, wo pass ich auf, mich pass auf. befinde. Ja, genau, du kannst ihn da kompilieren, wo du dich befindest. Da haben wir letztes Mal aneinander vorbeigeredet. Aber sobald du quasi auf den Host kannst, kann der dann auch dahin hüpfen. Aber dann hast du ihn schon vorher kompiliert. Aber er kann ihn Weißt da du, was nicht ich alleine meine? lassen. Wenn er Doch. Zugang zu dem Host hat, dann kann er ihn alleine lassen. Dann ist es ein Okay. Ferndienst, dann verbraucht es alle Dienste, ja. Aber ich meine, der soll ja eh bloß das eine machen, nehme ich an. Der Ach soll eine so. Datenbank kopieren für mich, und zwar möchte ich die komplette Datenbank haben. Genau, und dann kommt er zu dir zurück, hat all seine Aufgaben erledigt, egal wie du hattest, aber du hast halt die Datenbank.
Ja, die Datenbank halt nicht, was sie an Angeboten haben, das interessiert mich nicht, weil die Datenbank über Ja, sämtlich die was. Datenbank von dem Lagerhaushorst ist ja viel, Ja. ist ja die interessante und nicht, was sie dort haben, Richtig. ist ja Wurst. Richtig. Naja, nicht direkt Wurst, weil wir können ja dann schon direkt sehen, ob wir unsere 10.000 Nyan bürsten. Ne? Wir wollen ja wissen, wo was auch liegt. Nicht nur, also wir wollen ja nicht durch ein Ja, riesen genau. Lagerhaus durchjetten und dann sagen, hier, da, guck mal, da haben sie ja auch Das sieht auch schön aus. Das könnte man auch noch Und mitnehmen. vielleicht Ja. gibt es da sogar Dienstpläne oder sowas. Das geht es mir eigentlich hauptsächlich, damit wir wissen, wie man einfach reinkäme. Damit man sich vielleicht auch gegebenenfalls auf einen Dienstplan eintragen kann mit einer Fake-SIN oder so. Eine Fake würde ich dafür jetzt nicht besorgen. Nee, aber halt irgendwas, was ich da fällt uns vielleicht noch was ein. Aber halt erstmal die Pläne sichten, was wir da rausziehen können, weil je mehr Informationen, desto gut. Ja. Ne? Gut. Das klingt doch nach einem Plan schon fast. Gucken erstmal, was wir kriegen. Jo. Wir gehen Ihr rein. seid da. Guten Dö-dö-dö-dö. Tag, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Ihr seid tatsächlich. Es ist schon relativ spät. Ja, ihr seid jetzt die einzigen Gäste. Hinter Kunden, dem nicht Gäste. Danke. Kunden, verzeiht. Kundinnen. Kundinnen, wir Seid die sind hier nicht im einzigen Bordell. Kunden. Und hinter dem Tresen steht so ein alerter Typ, das sage ich viel zu oft, so 40 vielleicht. Genau, der Detoniert detoniert im hinterm Standby. Tresen, genau. Genau. Wird wirklich furchtbar, nein, der so graumeliert, aber schon auch ein bisschen vercybert. Und damit meine ich die Art Vercyberung, die hauptsächlich aussehen soll. Also er hat keinen Cyberarm, aber er hat durchaus Komponenten dran gebastelt, die halt irgendwie stylisch sind nach seiner Meinung. Chromaugen. Um die Augen drumherum hat er so einen chromen Rahmen quasi. Der Ob die ist Augen mit Cyber sind, das weiß man nicht. dem Typ. Irgendwas Wi-Fi an? Perception. Mach er mal, genau, mach er mal. Matrix Perception war, musste mich. Computer Intuition plus 2. Genau, Computerintuition 729. Jo, zwoer Völkchen. Gut, also der hat Cyberaugen durchaus. Und er hat ein Implantat in der Hand. Du weißt nicht genau, was das ist. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas mit Wi-Fi. Ich share meine Daten übers DNI mit Jojo gleich weg immer. Ne? Ja Gleich mal klar. angesagt. Normaler Move. Guten Tag, kann ich was für Sie tun? Das können Sie ganz bestimmt. Guten Tag Guten erstmal. Tag. Ja, und zwar habe ich ein kleines Projekt vor und dafür brauche ich Ihre Hilfe. Denn ich brauche da verschiedene Einzelteile und gegebenenfalls eine kleine Beratung, weil ich mir da nicht sicher bin, was davon jetzt besser ist und was davon nicht besser ist. Also. Da möchte ich gleich mal einhaken. Das tut mir jetzt fürchterlich leid. Aber. Ich kann bestimmt bei den Komponenten kann ich Ihnen durchaus weiterhelfen. Beratung. Wir haben jetzt nicht die ganze Öffnungszeit jemanden da, der Sie dir beraten kann, je nachdem, was es ist. Ich kenne mich aus, aber jetzt nicht in allen Teilen unseres breiten Angebotes. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern ich Ihnen da weiterhelfen kann. Na, ich weiß ja schon so ungefähr, was ich brauche. Das Ding ist nur, dass Sie teilweise zwei Sachen zur Auswahl haben und ich mir da nicht ganz sicher bin. Wenn Sie mir da nicht weiterhelfen können, ist das nicht so schlimm. Dann muss ich mir da anderweitig nochmal Hilfe suchen Sie oder können auch gegebenenfalls gern. nochmal wiederkommen, wenn jemand da ist, der sich damit auskennt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber zumindest wäre es schon mal sehr hilfreich, wenn wir uns vielleicht über die ganze Sache schon mal unterhalten könnten, also über mein kleines Projekt schon mal unterhalten könnten und ich dann schon mal sehen kann, inwieweit Sie mir überhaupt weiterhelfen können, welche Komponenten Sie überhaupt da haben und was ich mir gegebenenfalls woanders besorgen muss. Da Gut, können wir uns Sie. bestimmt einig werden, oder? Natürlich, generell von 10 bis 15 Uhr ist immer jemand da, der sich besonders gut da auskennt. Und wir können uns auf jeden Fall unterhalten. Kann ich Das Ihnen ist schon gut. mal vorab helfen? Mir? Blickt an Jojo Ach so. vorbei. Ach so, nee, das ist eine Freundin von mir, die ist einfach nur mitgekommen. Also sie Das hat mich das tut mir erschlagen. jetzt ein bisschen leid, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen dauern. Sie können sich gern umschauen, es müsste alles, es ist alles sehr gut beschrieben. Es gibt kleine Infofenster, auch mit Sprachausgabe, je nachdem, was Ihnen lieber ist. Und ja, sehen Sie sich einfach um. Ich bin sicher, wir haben auch für Sie etwas in unserem Angebot. Ja, gerne. So, Jojo, quatsche ja so richtig hart zu, meinst du? Mit Also einer wie gerade, sie lässt sie nicht zu Schamhaardrohne. Wort kommen. Das ist, ja. Das hasse ich ja, wenn ein Verkäufer direkt mal seine Inkompetenz zugesteht auf die Art und Weise. Dem, so im Real Life drehe ich ja dem mal direkt die Gurgel um. Deswegen quatscht Im sie ihm Real jetzt Life auch bringe ich Leute zu. immer um, wenn die keine Ahnung haben. Nee, ich Mach drehe ich nur die auch Gurgel immer. um. Die Krutz rum, Alter. Ach so.
Deswegen quatscht sie ihn jetzt auch voll und zwar bis zum Erbrechen. Sie wird ihn jetzt auch mit Sachen nerven, die ihm hinter den Ohren rauskommen. Und zwar damit, ob der DFX-Anschluss jetzt, Ich kann keine mir Ahnung. leibhaft vorstellen, wie das aussieht. Ich weiß gar nicht warum. Auch ich bin während deines Gesprächsbeitrags gerade unzweifelhaft verstorben. Mehrfach. Mehrfach. Sehr Gut. schön. Mach mal Billy, ich will nicht, dass sie weiterredet, bitte. Ey, Was soll ich denn weißt du, machen? erst setzt er mich unter Drogen, jetzt lässt er mich nicht mal mehr zu Wort kommen, so ein Arsch. Du hattest heute schon viel mehr Spotlight als die gute Billy und Billy braucht viel mehr Spotlight, weil sie viel geiler ist als du. Stimmt gar nicht. Hör auf, uns gegenseitig hier aufzuhetzen. Das machst du immer. Tut mir leid, ich mache nur Spaß. Ich möchte ihn sleazen auf natürlich, ne? Ich mache ihn sleaze. Alles klar, Also. wir lassen heute mal ausnahmsweise den Dings weg. Die Beschreibung, weil mir gerade nichts einfällt. Tut mir Ach sehr ja. leid, ich ziehe mir ein Karma ab. Bitte. Hab ich gemacht. Du ziehst Ich dir ein setze mich K ab, wieder. das ist gerechtfertigt. Ich setze mich wieder in der Ecke und mache die Augen zu und gehe VR. Nein, mache ich nicht. Aber wäre schön. Das wäre so geil. Weißt du, Jojo quatscht den zu und im Hintergrund, pum. Okay, nee, Machen Sie sich keine Sorgen, die schläft immer. die hat Narkolepsie. Deswegen bist du dabei. Ich muss auf die aufpassen, dass es sich den Kopf anhaut. Nee. Immer wenn ich anfange zu reden, habt ihr einen ganz kurzen Anfall von Narkolepsie. Oder auch einen längeren. Keine Sorge, die schläft immer ein, wenn ich anfange zu sprechen. Ja, gut, ich hau da mal rein, oder? Auch rein, alle. 8 darf ich würfeln, oder gibst du mir irgendwo ein Minus oder ein Plus? Nö. Weil Intuition und Cracking, also 8. Logik und Cracking, aber ist bei dir egal. Ja, ich sag ja nur. Nee, hast ja recht, alles. Hab ich dir mal 3 Erfolge hier serviert? Hast du mir mal 3 Erfolge serviert und ein Smiley, sehr geil. Ja, mit der Sonnenbrille, bitte, ja. Sehr schön. Da kann ich nichts dafür, das ist das TS- und Würfeltool zusammen. Das weiß ich. Genau, du bist herzlich willkommen auf seinem Comlink. Weil ich Wunderbar. jetzt gerade doch plötzlich Bock hatte, es ist so eine kleine Landschaft mit viel Grün, ein Wasserfall plätschert, Regenbogen und hinter dem Wasserfall ist dann quasi die kleine Höhle, wo der Einsiedler lebt mit gar putzigen Gerätschaften, die er wohl zum Überleben benötigt, Holz und Tierfelle und dergleichen. Wobei seine Sammlung von Gerätschaften hauptsächlich die Programme sind, mit denen er halt so arbeitet und die Höhlenmalereien sind die Daten. Wer ihn Jojo ihm zuquatscht, wird er ungefähr 700.000 Millionen mindestens, Bazillionen quasi, Anfragen an das Lagerhaus stellen. Nicht nur Verfügbarkeit, sondern auch Lieferzeit und auch irgendwelche Hilfetools, die er noch hat, um irgendwie mit ihr mitzukommen. Wobei. Warte mal. Wobei. Naja. Also, es geht jetzt eher an Jojo. Jojo, der merkt schon zum Teil, dass du auch nur so mittelmäßig Ahnung hast. Manchmal kann er dir sogar noch Tipps geben, ob dieser Drohne, wobei er sein. Also, die Verwunderung über die Art deines Bauwerks auch gut verschleiern kann und da die ganze Zeit auch relativ gleichbleibend, jovial und was weiß ich bleibt. Also das ist ein Verkäufer, der sich nicht anmerken lässt, wie behindert du bist, eine Schamhaar-Rasur-Drohne zu bauen. Ich finde das jetzt gar nicht so behindert. Jetzt frag mal Friseusen, Gut. die sowas tatsächlich machen. Friseurinnen, das heißt ja nicht Friseusen. Ja, die, aber Alter. Genau. Okay. Nee, passt. Du bist in der kleinen Kaverne quasi, Billy. Mhm. Und hast jetzt die Möglichkeit, er hat sein Passwort, er muss da verschiedene, also es gibt genau, es gibt zwei Bereiche in diesem Lager, die er anwählt, um Anfragen zu schicken. Das eine ist offenbar ein größerer, das andere ist ein kleinerer mit den wertvolleren Sachen, zum Beispiel auch Rigger-Konsolen und ja, teuren Verbrauchsmaterialien und so ein Shit. Zum Teil auch Ja, Sensorik. danke für den Tipp. Und wir machen das so. Du hast hiermit das Pass, also sein Passwort, um dich irgendwo einzuloggen, und das Einzige, was ich noch brauche, ist deine Sprite-Kompilationsprobe. Okay. Wie hoch soll er nochmal sein? Ich hatte gesagt 5 beim letzten Mal, also ich müsste eigentlich dazu stehen, was ich gesagt habe. Du kannst auch was anderes nehmen, mir ist das Wurst. Der hat mich das letzte Mal nur ziemlich geassrappt, die Sau. No risk, no fun, oder? Ich gehe auf, das ist fast die doppelte Essenz, die doppelte Resonanz. Nee, Moment, ich habe eine, Moment, doch, doppelte Resonanz. Ich gehe auf einen Vierer, ich gehe auf einen Vierer Sprite. Gut.
Also sagst du Resonanz und Kompilier, ne? Richtig. Also ein Sechser. Darf ich den doppelten Edge Pull? Wenn du Edge einsetzen willst, kannst du es machen, ja. Ja, natürlich, es würde ja bedeuten, also ein Zwölfer dann. Ach so, Wenn nee, ich Moment. da, Nee, das warte. kannst du nicht. Du kannst dein Edge draufwürfeln und Ach krieg so, eine dann sind 6 es Gilt. 9. 9, also E Exploding. Und genau, Nee, E mache ich geht noch. dann. SRE, ne? SRE ist das dann genau. Okay, SRE 9. Das sind mal geschmeidige vier Erfüllchen. Wow, bin ich gut. Sehr schön. Ist es der Bibliothekar oder ist es was anderes? Den Bibliothekar werde ich nicht mehr anfragen. Der hat mir dermaßen die Kasse nach hinten gehauen, den werde ich nicht mehr anfragen. Okay. Nein. Ich möchte ja jetzt quasi ein trojanisches Pferd basteln. Also muss es irgendwas mit Troja zu tun haben. Das heißt, Brad Pitt kommt mit dem Schild und dem, was war denn das? Glaube wieder ein Speer, ne? Nee, es wird nicht Brad Pitt mit dem Speer. Es Es soll was wird mit ein. Troja zu tun haben, weißt Nein, es. Es hatte im Film Troja was mit Brad Pitt zu tun, entschuldige bitte. Wie er da hochspringt, so schön. Nee, es wird also ein kleines trojanisches Pferdchen. Gut, Du hast nicht so schön beschrieben, deswegen kann ich es auch nicht so schön zurückbeschreiben. du Es ist hast halt nur ein vollkommen, trojanisches ist doch Pferd. alles okay. Ich sag's doch nur. Ich musste bloß zwischendurch was trinken, das tut mir sehr leid. Das sei dir gegönnt. Super, ich krieg ja richtig heute. Oh, ich muss mal kurz. Siehe? So. Die Rasierdrohne setzen wir dann auch bei dir bei der Tischrunde ein gleich. Da wächst der Kümmerling. Also, wird das schon fast ein Jägermeister. Du schickst das kleine trojanische Pferdchen los und du willst die Datenbank von dem Teil kopieren. Sehr schön. Mach mal bitte noch eine. Ein Zug, ne? Ach ja, bitte noch in Ich muss Zug in gegen Zug. 2G. Kannst du die nicht kaufen? Die kannst du dir kaufen. Wie kaufen? Na, du hast 10 Würfel, kannst dir 2 Erfolge kaufen, hast keinen Zug. Ist okay. Okay, ja, sagst du so. Brauche ich Ja. nicht würfeln. Ich könnte ja Nee. patzen. Okay. Ja, mit deinen 10 Würfeln patzen halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also, nee, du Ich kannst möchte lieber trotzdem noch wissen. eine Computer- und Intuitionsprobe machen. Computers war 4, 3 und Intuition war 4, also 7. Richtig. Nochmal zwei Erfolge hinterher. Geil, was du noch findest im Nachrichtenausgang des Verkäufers. Lazarev, das dritte Mal in diesem Monat muss ich Ihnen den Code schicken. Sie stellen sich fast dümmer an als die Trolle. 4x7218. Lernen Sie es endlich und löschen Sie gefälligst diese Nachricht. Das ging offenbar an einen Mitarbeiter im Lagerhaus. Das hast du auf jeden Fall noch gefunden. Der Sprite wird jetzt eine Weile brauchen, um das zu kopieren, weil er ja auch unentdeckt bleiben möchte. Klar. Deswegen, ja, du bist quasi erstmal fertig, der kommt dann später. Jo. Flummi. Rasierdrohne, ne? Entgegen der Tatsache, dass er sagt, er hat gar nicht so viel Ahnung, scheint er jetzt, umso mehr du erzählst und umso mehr euch unterhaltet, immer mehr an Ahnung zu gewinnen und dir auch mit Tat und Grad zur Seite stehen zu wollen. Das heißt also, wenn du wirklich nochmal irgendwann vorhast, das umzusetzen, das ist dein Mann, mit dem kannst du dich da unterhalten, das wird die beste Rasurdrohne der Welt. Schamhaarrasur, bitte. Ja, natürlich, aber weißt du, die wird so gut, wenn du das mit dem machst, da hast du auch gleich noch Anal Bleaching mit dabei. Echt? Botox? Na Botox auch? dann. Wo setzt man da Botox ein? An den Hämorrhoiden. Ah, okay. Damit die nicht mehr lächeln können. Die Nee, Säcke. sorry, aber das geht leider nicht, weil das ist ja schon eher medizinisch. Ach so, okay. Aber Verstehe. also, das ist auf jeden Fall das Resultat dieses Gesprächs. Pennt die schon? Weiß nicht. Nee. Vielleicht ist sie traurig, weil du so böse zu ihr warst. Hallo, hallo. Was? Du bist sehr leise gerade. Ich höre sie Weiß gar aber nicht nicht. warum. Ah, jetzt besser. Komm mal wieder Test ans 1, 2, Mikrofon. 3. Ich Sehr bin schön. voll am Mikrofon. Die ganze Zeit Nimm's. gewesen. Nimm mal das Mikrofon in den Mund, bitte. Ach, Für unsere genau. Zuhörer. Oh. Oh. Das sagt das für unsere Zuhörer. Weißt du, was das für ein Arschloch ist? Tut immer so, hier, ich grüße und dann kommt er mit sowas. Ich kann es ja runter amplifieren. Alles kein Problem. Richtig. Ah, ekelhaft. So. Ja, Kann auch nichts dafür. du wirst dich hier mit denen noch eine Weile unterhalten, damit es nicht allzu auffällig wird. Das ist mir schon klar. Was, die findet das gerade echt interessant? Ich denke auch, die Och, geht da voll auf. oh, echt jetzt? Die hat da gerade echt Spaß dran, ja klar. Ja, da so richtig Bock, ja. Die hat gerade Ich Bock. glaub, Flummi wird bewusst, beziehungsweise Jojo wird bewusst solche Teile bauen, um tatsächlich die Dressurdrohne zu bauen.
Wir machen da, wir hören auf mit Shadowrun, wir machen einen Salon auf für Schamharasur. Vertrieb für Schamharasur-Drohnen. Gut. Und unser Spielleiter wird unser Kunde. Ja, doch, ja, klar. So seine 3 Jahre. Ich dachte, der hat nur 3. Ah ja, gut. Schön. Da brauchst du ultra hochauflösende Kameras, ansonsten findest du die nicht. Nee, die brauchst du deswegen, um das von dem Kümmerling zu unterscheiden. Kümmerling. Na, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Kümmerling, ding, ding, ding. Kümmerling. Es gibt einen Grund, warum es hier einen sexy Mittwoch gibt, weißt du? Gut, also, Jojo hat aus irgendeinem Grund richtig Bock. Und unterhält sich weiterhin über diese Drohne. Es stellt sich folgendermaßen dar. Leider wirst du die Elektronik kriegen sie auf jeden Fall in dem Lager. Leider wirst du die mechanischen Teile, die ja dann doch auch sehr feine motorische Sachen brauchen und Gelenke und was weiß ich, wirst du da nicht kriegen. Er bietet dir aber selbstverständlich an, das über einen anderen Konzern hier dorthin zu bestellen und ne? Jojo meint, dass sie sich das überlegt und dann nochmal drauf zurück, gegebenenfalls nochmal drauf zurückkommt. Kann ich Ihnen aber vielleicht in einer anderen Sache noch weiterhelfen? Brauchen Sie sonst irgendwelches Equipment, irgendwelche Sensorik oder... Ansonsten Sie sind sonst zufrieden. Ich bin sonst zufrieden. Ich muss mir jetzt nur mal nochmal einen genauen Plan machen und mich dann noch entscheiden, welche Sachen ich haben möchte und so weiter und so fort und wie ich das Ganze mache. Aber Sie haben mir auf jeden Fall schon mal sehr weitergeholfen. Vielen Dank. Ich habe gesehen, um da nochmal drauf zurückzukommen, mit welchem Auto sie gekommen sind. Bei der Embraer-Gaslin-Reihe, da gibt es ja das Problem, dass der Piloten in vielen Gebieten nicht unbedingt ausreichend ist, gerade ohne Grid-Guide und so weiter. Vielleicht kann ich Ihnen da noch irgendwelche Sensorik-Upgrades anbieten oder auch, wir haben auch die Möglichkeit, dass der Autopilot quasi nochmal ein bisschen aufgeschraubt wird, ein bisschen aufgebohrt wird, mit Patches verbessert wird. Das wäre dann quasi ein Programm, das Sie erwerben können und zusätzlich noch über 2 Jahre die Updates und Bugfixes, die es immer mal gibt, sowie eine Sicherheitsupdate, wenn Sie das wünschen. Wie gesagt, ich danke Ihnen erstmal, ich denke darüber nach und komme dann gegebenenfalls auf Sie zurück. Gut, dann danke ich Ihnen und wir sehen uns bestimmt wieder. Bis dahin erstmal einen schönen Tag. Haben Sie noch irgendwas gefunden? Ach nee. Gut. Ich kann Sie nur ermutigen, wenn Sie mal irgendetwas brauchen in der Richtung Elektronik oder auch Robotik. Kommen Sie ruhig zu uns, wir beraten Sie gern. Ach, das ist, Dankeschön, das ist so nett von Ihnen. Das klingt überhaupt nicht wie jetzt fick dich, du Arschkrampe. Ey, entschuldige bitte, das ist wirklich, das war jetzt voll ernst gemeint. Entschuldigung. Also echt mal, was ich hier wieder unterstellt kriege. Ja, man wird den Laden verlassen. Na, aber hallo hier, was ist denn da jetzt wieder passiert? Eigentlich gar nicht viel, bis auf die Tatsache, dass Jojo hoffentlich mal gelernt hat, dass man nicht aus Gläsern trinkt, aus sogenannten Rape-Clubs. Was soll der Scheiß auch? Ich meine, hallo, ne? Wenn man schon sagt Rape-Club und so, sollte man nicht aus Gläsern trinken. Jo, was gibt's denn zu sagen, großartig? Die Mädels machen eigentlich ein ganz gutes Stück jetzt in der Legwork, sag ich doch mal so, oder? Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass im Endeffekt bald die Sache dann starten wird, mehr oder weniger. Wiki drängt ja quasi jetzt schon drauf, dass man das quasi bald startet. Wobei man sehen wird, wie sich das dann ergibt, ne? Wie wir es ja schon angekündigt haben, wir haben unseren Puffer so ein bisschen aufgebraucht. Eigentlich ganz, nicht nur ein bisschen. Das bedeutet, dass diese Folge jetzt rausgekommen ist. Wahrscheinlich schon verspätet. Ich versuch's heute noch fertig zu bekommen. Was heute ist, ist Sonntag. Aber ich kann es nicht versprechen. Wie dem auch sei, wir spielen erst am Dienstag weiter. Das heißt, bis Mittwoch wird's mit einer neuen Folge, also unter 99%iger Garantie, leider nichts werden. Ich glaube, das wird uns keiner wirklich übel nehmen. Ich hoffe es doch jedenfalls nicht. Wir werden aber sehen, wie sich alles ergibt und was passieren wird. Sobald die Episode 3 abgeschlossen ist, wird die ganze Sache, sagen wir es mal so, nicht auf Eis gelegt, aber ein bisschen kürzer treten, weil auch bald Sommerzeit losgeht und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden die Test-Sessions raushauen. Die sind ganz lustig. Es kommt jemand, also ne, in den Test-Sessions war jemand dabei, der von Anfang an dabei war und das heißt, man wird auch wieder eine alte Stimme hören. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden schauen, dass wir dann die Episode 4 irgendwann anfangen und dann
wohl weiterspielen im Takt mit den beiden Damen hauptsächlich. Neue Eintritte in die Gruppe sind nicht geplant, von daher müsst ihr euch auf keine großen Änderungen für die Episode 4 drauf einstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, bei den White Russian geht es irgendwann weiter. Bis dahin erstmal das zu dem Thema. Wie immer weise ich darauf hin, dass die White Russians unter der Common Creative License Attribution 3.0 laufen. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke aus unserem Podcast ausschneiden, dürft die gerne wiederverwenden, aber wenn ihr dem so tut, dann heftet bitte ein Label an, dass das von den White Russians kommt. Die Musik für Intro und Outro ist deutsches Essen in Moskau oder was? Moskau Essen in Deutschland? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sind es Ivan Ivanovic und die Kremlkrauts, die das Ganze veranstalten. Gute Musik, hört es euch an. Der Link zu den Kremlkrauts ist in unserer, keine Ahnung wo, überall vermerkt, aber halt überall. Ne? Shadowrun gehört der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten, der von Amerika natürlich. Das heißt, ihr habt keinerlei Recht an Shadowrun, genauso wenig wie wir. Das macht aber noch lange nichts, denn wir dürfen die Namen und die Bilder und so weiter verwenden, solange alles erwähnt wird, dass das Tops gehört. Vertreten wird Tops in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Auch Catalyst Gaming hat noch irgendwas damit zu tun, aber ich habe keine Ahnung so genau. Das ist ja alles recht kompliziert. Yo, das war's eigentlich. Ich grüße halt an der Stelle, wie so oft oder wie so immer eigentlich, unsere lieben Zuhörer. Leute wie Snowcat und Trollstrolch, die bei uns auf dem Forum immer schön posten. Wir freuen uns immer drüber. Macht gerne weiter. Wir haben die ersten 3 Dislikes auch auf YouTube bekommen. Das heißt, es gibt immer mehr Zuhörer, die uns nicht leiden können. Das ist natürlich das große Ziel, Weltherrschaft und so weiter. So, jetzt ist Sonntag. Ich gehe jetzt einkaufen. Ich wünsche euch was Tolles und bis zum nächsten Mal. Tschüss.